Schönen guten Tag zum heutigen Webinar vom Silicon Saxony beziehungsweise explizit vom Arbeitskreis Software der Silicon Saxony. Es ist unser viertes Webinar. Wir freuen uns über die große Anzahl Interessenten und ich habe mich gerade schon vorgestellt. Mein Name ist Di Federo. Ich bin Referent beim Silicon Saxony explizit für die IT-Branche. Und Sie haben auf der Agenda gelesen, wir haben drei Referentinnen beziehungsweise zwei Referentinnen, einen Referenten. Ich würde euch bitten, wollt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen, bitte? Sehr gerne. Mein Name ist Katrin Horn. Ich arbeite bei der T-Systems Multimedia Solutions. Jetzt seit 10 Jahren mittlerweile schon im Marketing. Ich bin aktuell Fachteamlead für den Bereich Eventmarketing. Also genau der Bereich, der jetzt groß betroffen war mit den ganzen physischen Events, die abgesagt worden sind. Ich war vorher selbstständig in dem Bereich und habe für verschiedenste Kunden gearbeitet und im Grunde genommen Fortbildungen, Vorträge, Weiterbildungen, Workshops organisiert. Das ja. Dann übernehme ich. Danke, Katrin. Mein Name ist Daniela Oppmann. Ich vertrete heute die Salt Solutions AG, die dem einen oder anderen bekannt ist. Wir sind auch in Dresden ansässig. Ich bin tätig im Business Development. Was tun wir? Wir überlegen uns, was wir inhaltlich in unser Schaufenster stellen, jetzt und in Zukunft. Was verantworte ich? Unter anderem die Vorbereitung von Messen inhaltlich. Und auch da haben wir jetzt gerade im März einige Störgrößen hinnehmen müssen, die wir vorher so nicht erkannt haben oder kennen konnten und münden deshalb in dem Format, das wir heute vorstellen, das ich gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Sascha Hartmann, dabei habe. Perfekte Überleitung, vielen Dank. Ja, hallo in die Runde. Ich bin Sascha Hartmann. Ich bin auch bei der Salt Solutions AG tätig, sitze hier in Würzburg und bin Teamleiter Digital Marketing. Ich verantworte also den Online-Marketing-Bereich und den Direct-Marketing-Bereich. Und ich hatte in unserem Projekt, das wir Ihnen heute vorstellen, im Grunde so die operative Umsetzung des Projekts auf meiner Agenda. Und ja, da geben wir Ihnen hoffentlich heute spannende Einblicke. Ja, vielen Dank euch dreien. Ich würde auch gar nicht lange das Ganze hinauszögern. Katrin, du kannst gerne schon anfangen, deinen Bildschirm freizugeben. Ich würde gerne nur auch eine Info nebenbei loswerden wollen. Nutzen Sie bitte die Chat-Funktion parallel. Sie haben in dem Programm in der Leiste unten die Möglichkeit, Fragen zu stellen bzw. mit den Teilnehmern zu kommunizieren. Wir würden, wenn Sie Fragen haben, während der einzelnen Vorträge diese an das Ende setzen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, ich würde die aufnehmen und entsprechend dann im Nachgang der jeweiligen Inputs den Referentinnen, dem Referenten wiedergeben. Genau, ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß. Bisher kann ich den Bildschirm noch nicht freigeben, Steve. Ich glaube, du musst dich Warte, nochmal Moment. freischalten. Ah, jetzt. Sehr gut, vielen Dank. So, ich hoffe, man kann meinen Bildschirm sehen. Sieht man meinen Bildschirm? Ja? Alles super. Super, perfekt. Dann ja, vielen Dank, dass ich hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ich möchte Ihnen gerne ein bisschen durch die Vorbereitungsphase von uns führen. Wie Daniela gerade eben gesagt hat, bei uns war es natürlich auch so, dass seit März ganz viele Messen und Events abgesagt worden sind, verschoben worden sind oder auch einfach nur von unserem Unternehmen die Beteiligung abgesagt worden ist. Und wir mussten irgendwie schauen, wo gibt es Alternativen, wo können wir ansonsten unsere Firma vermarkten und positionieren, unser Leistungsportfolio zeigen. Und da war erstmal dann so ein großes, ja, so ein großes Loch und wir haben gedacht, wo fangen wir denn jetzt an? Also, wo kann ich überhaupt starten? Und dann haben wir uns erstmal angeschaut, warum machen wir das eigentlich? Was sind denn jetzt eigentlich die Vor- und die Nachteile von virtuellen Veranstaltungen? Es gibt natürlich viele verschiedene. Aber die wichtigsten, meiner Meinung nach, die wichtigsten habe ich hier mal zusammengefasst. Und das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt überhaupt, der wichtigste Vorteil überhaupt ist die Reduzierung der allgemeinen Kosten.
Und damit sind eben die klassischen Kosten gemeint, die wirklich da immer anfallen. Also Reisekosten, Aufenthaltskosten, Logistikkosten. Und das Schöne ist eben, nicht nur bei uns als Veranstalter, sondern natürlich auch bei den Teilnehmern reduzieren sich diese Kosten. Kein Teilnehmer muss eine Reise buchen. Wir müssen nicht für unser gesamtes Standpersonal Unterkünfte buchen. Wir haben keine Logistikkosten für Messeequipment etc. Und was auch aus Marketing-Sicht nicht zu verachten ist, ist auch der Cost per Lead. Je nachdem, ob man einen Lead-getriebenen Auftritt hat, und die meisten von unseren Messeauftritten waren bisher recht Lead-getrieben, hat man ja immer einen Cost per Lead, den man entsprechend ausrechnen kann. Jetzt sagen wir mal als Beispiel, die physische Veranstaltung hat 30.000 Euro gekostet, allem drum und dran Cash-out, und man hat 10 Leads dort geschrieben. Ist jetzt natürlich utopisch von den Zahlen her, aber einfach nur, um das zu verdeutlichen, dann hat man 3.000 Euro ungefähr Cost per Lead. Man rechnet mit so einem Durchschnittswert eigentlich von 1.000 Euro, die ein Lead kosten sollte, jetzt auf jeden Fall in unserer Branche maximal. Und wenn ich jetzt ein virtuelles Event habe, fallen mir eben ganz viele Kosten weg. Das heißt, ich kann vielleicht ein Event für 10.000 Euro durchführen. Selbst wenn ich da auch wieder nur diese 10 Leads mache, habe ich eben diese erforderte oder angepeilte 1.000 Euro per Lead. Auch die Zeitersparnis ist nicht außer Acht zu lassen. Also man hat keine Anreise, keine Abreise. Man hat eben auch die Flexibilität. Das sehen Sie jetzt ja auch hier an diesem Webinar. Manche von Ihnen haben sich vielleicht erst gestern dazu entschieden, daran teilzunehmen. Das wäre jetzt bei einer physischen Veranstaltung wahrscheinlich etwas schwieriger geworden, weil vielleicht die Reisekosten recht hoch gewesen wären. Und Sie haben natürlich auch jetzt einfach nur diesen Zeitslot von der einen Stunde, anderthalb, die Sie jetzt hier investieren, können danach im Grunde genommen ganz normal weiterarbeiten und vorher eben auch ganz normal arbeiten. Also es geht nicht immer ein ganzer Tag oder ein halber Tag verloren, nur weil man eben einen interessanten Vortrag hat. Auch ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, ist der Aspekt mit den Umwelteinflüssen. Wir kennen das, glaube ich, alle, die schon mal auf einer großen, weiß ich nicht, Hannover Messe, IFA, Buchmesse, was auch immer waren. Diese ganzen Messestände, die man dort sieht, die meisten werden hinterher einfach weggeschmissen. Es wird einfach weggeschmissen. Jedes produzierte Möbelstück wird einfach kleingehäckselt und weggeschmissen. Ganz selten werden Sachen nachgenutzt. Das hat man ja nicht. Man hat auch keine, eben wie oben gesagt, kein Fußabdruck in Bezug auf CO2-Werte oder so, weil man eben nicht reisen muss. Also das ist ein wichtiger Aspekt, genauso wie die Nachhaltigkeit natürlich. Man kann die Inhalte nachnutzen. Auch jetzt dieses Webinar wird hier aufgezeichnet. Das heißt, man kann es auch im Nachhinein, wenn man eine Konferenz hat, die Inhalte wunderbar nachnutzen und auch nochmal vermarkten. DSGVO-konform muss ich ja auch niemand erklären, dass das da eben entsprechend auch mit abgebildet wird. Für mich der größte negative Effekt ist einfach, ja, wir sind ja eigentlich Menschen. Wir wollen eigentlich ja diesen physischen Austausch, den physischen Kontakt mit anderen Menschen, mit den anderen, mit unseren Kunden, mit anderen Teilnehmern. Und der geht natürlich verloren. Auch die Verbindlichkeit der Teilnahme sinkt. Man hat sich eben vielleicht gestern angemeldet für eine Veranstaltung. Heute hat einem der Chef einen Termin eingestellt, eine Stunde, weiß ich nicht, Debriefing XY, und den kann man dann nicht absagen, und schwupps nimmt man nicht mehr an dem Vortrag teil, auf den man sich vielleicht gefreut hat, wo man sich vielleicht auch irgendwie eine gewisse Mehrwert von versprochen hat. Viele, gerade in unserer nicht haptischen Branche, also als C-Systems sind wir für webbasierte Softwarelösungen bekannt. Das ist sowieso schon schwierig, das zu verkaufen, weil es eben nichts Greifbares ist. Und wenn man dann schon physische Exponate mal hatte, die haben meistens einen wirklich großen Wow-Effekt auf den Messen erzielt, der geht natürlich dann auch verloren. Die Zielgruppe darf man auch nicht außer Acht lassen. Und da kommt es jetzt natürlich ganz auf die Branche und ganz auf die, ja, auf die definierte Zielgruppe an. Aber wenn es ein nicht oder weniger digital affiner Teil ist, kann sein, dass er sich nicht mehr angesprochen fühlt von der virtuellen Veranstaltung, der vielleicht auch mit der Technik nicht ganz klarkommt und dem das vielleicht irgendwie alles zu viel ist. Das kann natürlich auch alles passieren. Man hat natürlich keine klassische Laufkundschaft, die einfach so am Messestand vorbeigeht.
Darüber kann man sich streiten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Es gibt sicherlich auch Unternehmen, die froh sind, dass sie diese Laufkundschaft nicht mehr haben, weil das dann doch meistens diejenigen waren, die eben nur Werbemittel abgreifen wollten und keine inhaltlichen Gespräche führen wollten. Bei uns ist es so, dass Offline-Veranstaltungen, also die Messen und die Events, die höchste Conversion hatten von einem Lead zu einer wirklichen Verkaufschance oder Verkaufsmöglichkeit oder Angebot. Da sind wir jetzt auch eben neu, müssen wir jetzt auch testen, ob das auch bei den virtuellen Veranstaltungen gut funktioniert. Wir machen schon seit ein paar Jahren, haben wir eine Webinar-Academy, wo wir fast wöchentlich ein Webinar ausspielen. Das heißt, da haben wir schon viel Erfahrung in dem Webinar-Bereich, aber eben nicht für die gesamte, für eine größere virtuelle Veranstaltung. Und ja, man kann sehen, bei den Webinaren ist auch die Conversion etwas geringer als bei den klassischen Offline-Events. Das heißt, man kann eigentlich zusammen, man sieht jetzt diesen Kasten hier, ne? Ich schiebe den mal weiter runter. Oh nee, das hätte ich nicht tun sollen. Doch, so. Man kann eigentlich zusammengezogen sagen, was ist denn jetzt der größte Unterschied? Also wir haben Vor- und Nachteile von den physischen zur virtuellen Veranstaltung. Und für mich ist der größte Unterschied eigentlich darin, dass man diese Vernetzung, diesen persönlichen Kontakt nicht mehr hat. Das heißt, virtuelle Veranstaltungen müssen sich irgendwas anderes suchen, wie sie punkten können. Und da ist es eben tatsächlich so, dass das für mich der größte Unterschied ist. Also, ich weiß nicht, Sie können ja gerne mal, das würde mich vielleicht mal interessieren, Sie können ja gerne mal in den Chat schreiben, was Sie meinen, was bisher bei physischen Events der wichtigste Punkt war. Also was war das Wichtigste bei physischen Events? Warum war ein Event ein Erfolg oder kein Erfolg? Bin ich mal gespannt, ob wir die gleiche Meinung haben. Vielleicht können wir da nachher mal kurz drauf gucken. Ich lasse Sie jetzt gerne noch mal eine Sekunde überlegen und sage Ihnen gleich noch meine Meinung dazu. Auf jeden Fall ist es so, man muss mit Inhalten überzeugen. Es reicht nicht mehr, eine schöne Location zu haben oder außergewöhnliche Location oder ein tolles Catering oder sowas, sondern die Inhalte müssen stimmen. Denn diese anderen Sachen, diese anderen Effekte fallen jetzt eben weg, dadurch, dass es eben virtuell ist. Ich habe die Unterschiede hier mal so ein bisschen geclustert, da würde ich jetzt gerne gleich einmal kurz noch ein bisschen durchgehen. Aber ich verrate Ihnen jetzt schon mal, was ich denke, was das Wichtigste bei physischen Events war. Das war das Catering. Sorry, Daniela, sorry für alle, die sich viel mit Inhalten beschäftigen. Das Catering ist das Wichtigste. Die Veranstaltung kann toll gewesen sein, eine super Location, ein klasse Keynote-Speaker, angeregte Diskussionen, aber wenn beim Mittagessen nach der Hälfte der Zeit das Essen leer war, dann war das keine gute Veranstaltung, können Sie jedem Teilnehmer Feedbackbogen hinterher sehen. Okay, gehen wir aber nochmal zurück zur Art der Veranstaltung. Da muss man sich Gedanken machen, was will ich denn für eine Veranstaltung haben? Meiner Meinung nach kann man nicht klassisch ein schon fertiges Konzept. Wir haben ja alle, sagen wir mal, Konzepte für Offline-Veranstaltungen, die wir bisher so durchgeführt haben. Das kann man nicht einfach nehmen und transferieren in eine virtuelle Welt, sondern man muss sich neu Gedanken machen, eben weil die Inhalte, die vorher natürlich auch wichtig waren, sorry, ne, ich will jetzt hier niemand zu nahe treten, die natürlich vorher auch wichtig waren, aber die jetzt eben noch eine größere Wichtigkeit bekommen. Die Art der Veranstaltung wäre jetzt zum Beispiel wie hier jetzt ein Webinar. Vielleicht reicht das auch häufig schon. 1,5 Stunden, vielleicht auch mal 2 Stunden, 3, 4 Sprecher. Und man hat dann vielleicht schon das Wichtigste rübergebracht. Da gibt es natürlich Konferenzen, die so den ganzen Tag gehen. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als auch eben eine längere Webinar-Session, sage ich mal, mit verschiedensten Vorträgen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Ausstellungen zu haben, also mit Messeständen, tatsächlich virtuellen Messeständen. In Zeiten nach Corona können wir vielleicht auch wieder über hybride Veranstaltungen nachdenken, wo wir eben einen physischen Teil genauso wie einen virtuellen Teil haben. Also da muss man schon sich wieder neue Gedanken machen und eben auch mal Neues ausprobieren, im Gegensatz zu dem, was man früher immer gemacht hat, sozusagen. Zur Themenauswahl habe ich schon gesagt, also das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte. Sonst meldet sich auch niemand an. Man muss sich immer fragen, warum sollte meine Zielgruppe jetzt in diesem Moment aus dem stressigen Arbeitsalltag ausbrechen
sprechen und sich in dieses Webinar einwählen. Was ist der Mehrwert für den Kunden? Und den muss man immer herausstellen. Sonst schalten die Leute ab und gehen vielleicht auch einfach wieder raus. Das ist natürlich auch immer möglich. Der wichtigste Punkt, das Catering, was wegfällt. Vielleicht gibt es eine andere Alternative. Vielleicht kann man sich Gedanken machen, wie man das anders umsetzen kann. Man kann vielleicht mal überlegen über eine virtuelle Kaffeepause. Vielleicht kann man den Teilnehmern doch vorher einen kleinen Keks zuschicken und sagen, bitte öffnen Sie das Paket erst zur Kaffeepause. Also da gibt es, glaube ich, viele neue Möglichkeiten, wie man die Kunden auch bei oder die Teilnehmer auch dabei behält bei der Veranstaltung. Die technische Plattform steht hier als nächstes. Also wir sind alle sehr bewandert in der Technik, in der Kommunikationstechnik, Mikrofonanlage, Tontechnik, Lichttechnik, was auch immer, Bildtechnik. Und jetzt muss man noch mal ein bisschen weiterdenken oder anders denken. Man braucht neue technische Anforderungen. Was sind denn die Funktionen, die diese technische Plattform können muss? Brauche ich ein Einladungsmanagement oder kann ich das selbst, vielleicht über meine Corporate-Site? Wie viele verschiedene Bühnen brauche ich vielleicht, um ein größeres Vortragsprogramm aufzusetzen? Brauche ich Messestände oder brauche ich die nicht? Und auch sehr wichtig, vielleicht sogar auch einer der wichtigsten Punkte, ist das Reporting. Welche Informationen will ich hinterher haben nach einer Veranstaltung? Wir alle kennen den klassischen Leadbogen. Den gibt es bei vielen Unternehmen noch in der Papierform, den gibt es in der digitalen Form, den gibt es über Apps, wie auch immer. Aber jetzt habe ich ja schon viele Informationen abgefragt wahrscheinlich bei der Anmeldung und deswegen können sich die Teilnehmer oder haben die Teilnehmer schon die Informationen preisgegeben und dann kann ich ganz anders agieren. Welche Reportings will ich da hinterher rausbekommen aus dem System? Welchen Support brauche ich vielleicht auch? Muss der technische Dienstleister mit dabei sein, dass er regelmäßig, dass er eingreifen kann, sobald was ist? Brauche ich eine Hotline? Und was kostet das Ganze natürlich? Es sind viele Punkte, die man erstmal bedenken sollte, bevor man losgeht und eine Recherche von Anbietern macht. Da poppen jetzt immer mehr auf, immer mehr Anbieter meiner Meinung nach auf. Und es ist schwierig, das zu vergleichen. Es gibt ein paar Dokumentationen, wo das jetzt sehr schön verglichen ist. Auch was kann die eine Plattform, was kann die andere nicht. Für mich ist der große Unterschied tatsächlich die Messestände. Also es gibt sehr viele Anbieter für Webinare oder virtuelle Konferenzen. Aber wenn es dann an diese Messestand, an diesen Messestandteil geht, dann teilt sich das nochmal auf. Also dann sind es meiner Meinung nach wirklich nur noch wenige, 5, 6 Anbieter, die man anfragen kann, die man nutzen kann. Dafür muss man sich aber eben vorher Gedanken machen, was will ich überhaupt, wie viele Bühnen möchte ich, wie viele Messestände, möchte ich Screens teilen können, brauche ich digitale Whiteboards, solche Sachen. Das Einladungsmanagement ist auch so ein Punkt. Wie ich oben schon gesagt habe, kann ich das selber? Habe ich ein eigenes Mailing-Tool vielleicht, das ich da einbinden kann? Kann ich eine Anmeldung, eine Registrierung über meine Corporate-Site darstellen? Kriege ich die Daten hinterher in mein CRM hinein? Und der Zeithorizont ist natürlich viel kürzer. Auch, wie ich vorhin schon sagte, auch hier ist es so, dass sich Teilnehmer bestimmt erst gestern dazu entschieden haben, heute dran teilzunehmen. Macht es dann überhaupt Sinn, 5, 6 Monate im Voraus eine Einladung zu verschicken? Würde sich dann da jemand anmelden? Bestimmt. Kommt der Teilnehmer dann auch tatsächlich, wenn ich ihn dann nicht weiter informiere? Wahrscheinlich nicht. Deswegen ist wirklich da auch der Zeithorizont kürzer. Das heißt, es gibt mir vielleicht auch mehr Zeit, mich wirklich darauf zu fokussieren, was sind meine Inhalte und die dann eben entsprechend zielgenau zu vermarkten. Welche Daten benötige ich? Das, was ich gerade gesagt habe. Welche Daten sollen die Teilnehmer am Anfang eingeben? Und das müssen sie sich vorher überlegen. Das ist ganz wichtig. Welche Daten brauche ich? Brauche ich nur E-Mail-Adresse, Name, Vorname? Ist mir eine Telefonnummer wichtig? Will ich hinterher vielleicht ein Telemarketing dran setzen, dass die Teilnehmer nochmal nachtelefoniert werden? All solche Punkte muss man sich im Vorfeld Gedanken machen. Bei der Durchführung ist es auch so, es sollte natürlich so interaktiv wie möglich sein. Da ist interaktiv allerdings schon fast so ein, Unwort geworden, finde ich, weil jeder sagt, seine Veranstaltung ist interaktiv. Ich hatte letztens eine Einladung bekommen und da hieß es, ja, wir machen das jetzt alles virtuell. Und damit die Teilnehmer auch bei der Stange bleiben sozusagen, haben wir uns was Tolles überlegt. Wir machen ein 45-minütiges Panel. Ein 45-minütiges Panel virtuell. Können Sie sich das vorstellen, dass jemand sich ein 45-minütiges Panel anschaut? Also da muss das Thema schon sehr spannend sein. Das ist für mich keine Interaktivität.
Ich würde jetzt sagen, maximal 30 Minuten inklusive Q&A. Aber natürlich gibt es auch viele, die sich gerne selber reden hören, und mit den Referenten muss man dann erstmal klarkommen, um ihnen zu sagen, das geht aber leider nicht mehr, weil dann schalten die Leute ab. Vielleicht kann man auch Workshops machen. Ich denke, das geht auch über virtuelle Plattformen, ist sicherlich möglich, gemeinsam etwas zu arbeiten oder Live-Demos. Bei der T-Systems Multimedia Solutions gibt es einen Whitehacker, der immer gerne von uns bei Veranstaltungen mit eingesetzt wird, weil es einfach so augenöffnend ist. Dass immer wenn er nach vorne gegangen ist, um seinen Vortrag zu starten, haben alle Mitarbeiter schnell ihr Handy ausgeschaltet. Dann hat er so einen kleinen süßen Robo-Hasen dabei, den hat er dann vorne hingestellt. Dieser Robo-Hase war aber nicht einfach nur süß, sondern der hat ihm geholfen, die Handys zu hacken, der Teilnehmer, die dort saßen. Wie gesagt, das ist ein White-Hacker, das heißt, er macht das natürlich nur zu Vorführungszwecken. Und sowas kann man aber ja auch trotzdem digital auch abbilden. Dann muss eben was anderes gehackt werden, irgendwo, dass eine Lampe angeht oder sowas. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, dass man es wirklich so spannend und interaktiv wie möglich gestaltet. Und der letzte Punkt ist die Erfolgskontrolle. Auch hier ist es wieder der klare Vorteil eigentlich bei den virtuellen Veranstaltungen. Bei physischen Veranstaltungen, wenn man das Teilnehmerfeedback nicht abfragt, es ist immer schwierig, was ist denn jetzt ein Ziel, was man ja hoffentlich vorher definiert hat. Ist es jetzt zum Beispiel die Lead-Anzahl, also habe ich, wenn ich 20 Leads gemacht habe, dann war es eine gute Veranstaltung. Es muss ja aber noch mehr Indikatoren geben. Und hier ist eben der klare Vorteil, man hat die Kontaktdaten, man kann eben direkt Umfragen starten, man kann das Feedback der Teilnehmer abfragen. Übrigens auch hier, Sie können jetzt sehr gerne, wenn Sie möchten, in der Chat-Funktion ein Smiley geben oder einen Daumen hoch, einen Daumen runter. Keine Angst, ich sehe das jetzt im Moment eh nicht, bin eh zu aufgeregt dafür. Ich gucke es mir hinterher dann gerne aber an und würde mich sehr freuen. Aber so kann man natürlich auch interagieren. Also man muss da Möglichkeiten finden. Man hat alle Daten, wenn man sie am Anfang entsprechend abgefragt hat, und kann dann viel besser ein entsprechendes Follow-up machen, um dann wirklich auch festzustellen, ob das von Erfolg gekrönt war oder nicht. Das war es jetzt zu den Unterschieden. Ich habe als Abschluss nochmal ein kleines Best Practice mitgebracht. Ich hoffe, ich bin nicht furchtbar über der Zeit, aber ich gebe Gas. Wir waren als eben im März, wo es dann schwierig wurde mit den ganzen Veranstaltungen, haben wir uns an einer Veranstaltung beteiligt, an einer virtuellen Veranstaltung, die DINITEX hieß, Digitale Mittelstand Expo. Das heißt, für den Mittelstand, die Digitalisierung des Mittelstandes stand dort im Fokus. Und hier kann man so eine kleine Anmutung mal sehen. Links oben ist so der Eingangsbereich gewesen, der virtuelle. Man sieht dann das große Informationsschild. Dort waren alle Partner mit Logos vertreten. Und man konnte dann eben entweder in die Konferenzhalle gehen oder in die Messehalle. In der Konferenzhalle konnte man sich eben dann in einer quasi langen WebEx, in einer langen Webinar konnte man sich verschiedene Vorträge anhören, zu denen man sich auch anmelden konnte. Und in der Messehalle hat man dann hier die Messestände gesehen. Ich habe mal unseren Messestand mitgebracht, einfach nur, um da mal einen Eindruck, dass man mal einen Eindruck davon gewinnt, wie sowas aussehen kann, was man dort machen kann. Wir haben dort zum Beispiel unsere Referenzlogos eingebunden, also von unseren Referenzkunden. Dieser Punkt, der dunkle Punkt mit dem helleren Kreis rum, ist sozusagen dann der Klickbereich. Da konnte man klicken und kam dann auf unsere Referenzseite, wo man sich die einzelnen Referenzen genauer anschauen konnte. Wir haben eine Podcast-Serie schon im Vorfeld gemacht, die wir dort eingebunden haben. Wir haben Expertise-Seiten zu diesen verschiedenen Themen wie New Work, die wir dort mit eingebunden haben. Man kann Videos einbinden. Der Origami-Vogel ist die Anmeldung zu unserem Newsletter. Da konnte man sich zu dem Newsletter anmelden. Und rechts hatten wir noch White Paper verlinkt, also ein White Paper-Download. Das ist das Schöne. Man kann dort bei diesem virtuellen Messestand, wenn man die Inhalte vielleicht schon im Vorfeld hat, aus verschiedensten Gründen, ist es oder war es jetzt hier in diesem Fall nicht kein großer Aufwand, diesen Messestand zu gestalten. Wir haben eine Grafikerin, die uns das schön machen konnte. Wir hatten die Inhalte, wir haben die Referenzkunden, die Podcast-Serie ist da. Die White Paper haben wir sowieso produziert, haben wir dann hier mit eingebunden. Man konnte hier den Download auch so setzen, dass man quasi gleich auch abgefragt hat, ob man die Kontaktdaten nutzen kann. Also das Double Opt-in abgefragt. Und man sieht unten rechts noch den kleinen Briefumschlag.
Parallel dazu gab es ein Live-Chat-Tool, was eingebunden war. Und wenn einer der Kollegen online war, also das Standpersonal vor Ort, sage ich jetzt mal, war da ein Chatfenster und man konnte dann direkt auch mit den Kollegen in Austausch treten. Ich habe Ihnen hier auch mal die Zahlen mitgebracht, einfach um zu zeigen, dass man diese Zahlen gleich bekommt. Man hat sie gleich. Man kann ganz genau sagen, wie viele Leute haben diese Messe insgesamt besucht, wie viele Teilnehmer waren jetzt bei den Vorträgen von der T-Systems, einmal 56, einmal 116, wie viele Besucher waren an unserem Stand und wie viele Besucher haben unsere aufgezeichneten Webinare, die man auch dort ausspielen konnte, sich angesehen. Also da hat man das nochmal einfach so als Beispiel. Die Salt Solutions zeigt ja gleich, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer ein Beispiel. Ich wollte jetzt hier nochmal als Ausblick geben, was wir dort gemacht haben. Wir haben es innerhalb von 4 Wochen komplett aufgesetzt, also vom Einkauf des Beteiligungspaketes bis eben letztendlich zur Live-Veranstaltung waren es, glaube ich, nur 4 Wochen tatsächlich, weil wir uns eben relativ kurzfristig dazu entschieden hatten und die Veranstaltung war Ende März. Da sieht man, dass sowas wirklich relativ schnell gehen kann, wenn die Inhalte eben schon zur Verfügung stehen und wenn man eben relativ weiß, was man möchte. Da haben wir uns jetzt eben eingekauft bei einer bestimmten Veranstaltung. Im September werden wir jetzt nochmal eine eigene Veranstaltung machen, wahrscheinlich auf der gleichen Plattform, das müssen wir mal schauen. Da sind wir jetzt eben auch gerade in der Phase, die Technikanbieter zu prüfen und werden dann nochmal eine eigene Veranstaltung ausprobieren. Bin gespannt, wie das dann so funktioniert, ob das genauso gut funktioniert wie hier. Zum Abschluss habe ich hier nochmal zusammengefasst, was ich schon jetzt die ganze Zeit erzählt habe. Das Wichtigste ist der Inhalt. Wenn man den hat und eben auch wirklich guten Inhalt hat und nicht einfach nur den Geschäftsführer, der mal wieder eine Dreiviertelstunde lang referieren möchte, dann kann das wirklich gut werden, so eine Veranstaltung. Sie müssen kein Geld ausgeben für Locations, Catering etc., sondern Sie können dieses Geld nehmen oder am wenigsten Teil dieses Geldes, das Sie eingespart haben, zur zielgenauen Ansprache und zum Erreichen der Zielgruppe, was auch sehr wichtig ist. Da gibt es ja jetzt eine Vielzahl an Kanälen, über die man entsprechend so eine Veranstaltung bewerben kann. Eben auch interaktiv, ich habe sie leider schon wieder geschrieben, sehe ich gerade, interaktive Formate wählen, dass die Leute immer beschäftigt sind, dass sie nicht wegklicken, dass sie nicht ihre E-Mails nebenbei machen oder den Anruf von den Kollegen entgegennehmen, sondern wirklich dabei bleiben und gebannt sind von ihren Themen. Überlegen Sie sich vorher, welche Daten Sie erfragen wollen, damit eben hinterher der Follow-up-Prozess auch entsprechend ablaufen kann. Sie können alles abfragen. Klar ist natürlich auch, je mehr Daten Sie am Anfang abfragen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilnehmer sich anmelden oder sich die Interessierten anmelden, weil jetzt niemand unbedingt gerne seine Telefonnummer preisgibt. Aber die Möglichkeit besteht natürlich. Man kann die Teilnehmer auch im Vorfeld dann einbinden. Wenn sich einer angemeldet hat, kann man sie auch nochmal anschreiben und fragen, was sind denn so deine Erwartungen an den Tag? Was sind so deine Painpoints, die du im Moment hast? Wo sind so deine Herausforderungen? Je nachdem, um welches Thema es geht. Und kann sich dann eben entsprechend auch darauf vorbereiten. So, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich in der Zeit liege. Das habe ich jetzt gar nicht so beobachtet. Naja, ich glaube einigermaßen gut. Haben Sie Fragen? Ja, es gab eine Menge Fragen. Ich würde dir gerne ein paar Fragen schon mitgeben. Einige Fragen würde ich gerne nach hinten stellen, weil ich denke, dass Daniela und Sascha die auch noch gegebenenfalls beantworten würden. Falls du eine ganz kleine Auswertung möchtest, schon mal vorab bezüglich deiner Anfrage, der wichtigsten Faktoren für eine klassische Messe. Die Hauptantwort war natürlich persönliche Kontakte in jeglicher Variation und Breite, also praktisch klassisch Networking, die Anzahl der Leads kam. Und es gab auch einmal das Wort Catering. Also ist, wie gesagt, vielleicht auch nur eine subjektive Wahrnehmung von mir, aber ich habe immer das Gefühl, wenn das Catering nicht gut ist, sind die Leute auch nicht zufrieden. Aber natürlich geht es um die persönlichen Kontakte und um die Leads. Vollkommen richtig, klar. Okay. Genau, also es gab zwischenzeitlich zweimal die Frage, nur dass du schon mal gehört hast, aber wie gesagt, die würde ich gerne nach hinten stellen, welche Anbieter und beziehungsweise 5, 6 Tools für virtuelle Messen. Was aber jetzt für dich im Speziellen relevant ist, wie viele Chat-Anfragen habt ihr auf der Dimitex bekommen? Tatsächlich wurde der Chat so mittelmäßig genutzt. Also die Veranstaltung, das wird vielleicht auch nochmal ein Learning daraus, die ging über eine ganze Woche live.
Ja, doch über eine ganze Woche live und danach war sie nochmal on demand zur Verfügung. Also man konnte die Messestände sozusagen dann in der Woche danach nochmal angucken, aber man musste dann keinen Chat mehr haben. Und tatsächlich waren die meisten Anfragen am Montag, also an dem ersten Messetag. Da waren die meisten Anfragen und ein Learning für uns war auch nochmal, dass wir, wenn wir das nochmal machen, dass wir die Leute aktiv ansprechen. Also man sieht ja, wenn jemand auf den Stand kommt, sozusagen in dem Chat oder in dem Tool, und wenn er sich länger als ein paar Sekunden da aufhält, kann man ihn auch über das Chat-Tool anpingen. Das haben wir diesmal nicht gemacht. Und deswegen, ich kann keine genauen Anfragenzahlen nennen, aber sie waren nicht sehr hoch, muss man ganz klar sagen. Wie viele Personen von euch haben den Stand letztlich betreut? Also das Chat-Personal sozusagen waren 5 Kolleginnen, die sich die Zeiten eingeteilt haben. Also haben quasi klassisch sich einen Stundenplan gemacht, haben gesagt, okay, ich kann montags von 8 bis 10, die andere hat dann von 10 bis 12 den Stand besetzt. Man muss ihn auch nicht die ganze Zeit besetzen, sondern wie man eben in der Präsentation auch gesehen hat, wenn keiner in das Tool eingeloggt ist, sieht der Besucher diesen Briefumschlag und kann dann eine E-Mail schreiben, eine klassische E-Mail mit einer Kontaktadresse, die man dort hinterlegen kann. Aber der Trick ist ja eigentlich schon, dass man immer diesen Chat besetzt hat. Und den haben wir dann eben quasi immer mit einer Person besetzt und das hat dann auch ausgereicht. Okay. Welches Tool habt ihr verwendet? Also welche Für Plattform? den, wir haben, also bei der Dimitex ist der Plattformanbieter Expo IP. Wir machen auch ein paar andere größere Veranstaltungen. Bei der Juni-Veranstaltung, bei der wir noch teilnehmen, ist es auch Expo IP. Und für unsere eigene Veranstaltung sind wir eben mit 2 Anbietern in Abstimmung. Okay. Kannst du sagen, wie der Kostenrahmen aussah für die Dimitex? Der war tatsächlich sehr gering. Also wenn man sich wirklich so eine klassische Messe vorstellt und eben, man kann das, wie gesagt, auf die Tage ja auch skalieren, das waren 5 Tage, und das Paket war unter 10.000 Euro. Ich glaube, dass die Frage kam, der Vergleich zwischen online und klassisch, ich glaube, das kann man sich damit dann entsprechend auch beantworten. Genau, also für 5 Tage physische Messe, je nachdem, was man dann natürlich hat, selbst wenn man nur, weiß ich nicht, 6 Quadratmeter und einen Roll-Up hinstellt, was natürlich nicht so schön ist wie jetzt eben so ein Messestand, muss man normalerweise ja auch mindestens so viel Geld zahlen. Ne? Also. Okay. Hast du Beispiele, wie man die Interaktion der Teilnehmer noch erhöhen kann? Ja, also man muss halt gucken, je nachdem, was die Plattform natürlich dann eben bietet. Ne? Also man kann hier eben mit dem Live-Chat natürlich viel machen, auf den man dann hoffentlich eben auch immer direkt eingehen kann. Man kann eben das mit Umfragen starten. Da gibt es ja auch verschiedenste Tools, die man dann eben auch in seinen Vortrag vielleicht mit einbinden kann, dass man da die Interaktion hat. Also zum Beispiel Mentimeter oder sowas sind ja wirklich gute Tools, mit denen man relativ schnell eine Umfrage und relativ einfach eine Umfrage gestalten kann und die entsprechend mit einbinden kann. Also man sollte es auf jeden Fall während der Vorträge in irgendeiner Art und Weise so eine, ja, wie man früher gemacht hat, so eine Fragen in das Publikum machen. Und man kann ja auch gerade zum Beispiel bei Mentimeter das ja anonymisieren oder anonym halten, so dass da normalerweise ja dann auch mehr Fragen kommen. Es gibt ja Leute, die trauen sich dann nicht so vor einer größeren Gruppe zu sprechen und die würden sich wahrscheinlich über so ein Tool dann einfacher beteiligen. Okay. Noch eine letzte Frage, ansonsten würde ich es ans Ende dann legen. Konntet ihr die Verweildauer an eurem Stand messen? Genau, das konnten wir ganz genau messen und man konnte dann auch hinterher messen, weil wir haben ja so Absprungsmarken gesetzt, also dass man dann eben auf unsere Corporate-Site kommt zu den Podcasts und so weiter und so fort. Und da konnte man dann auch messen, wie lange die Leute dann entsprechend auch da wieder geblieben sind, also dann auf unserer Corporate-Site. Okay. Es trudeln hier wirklich noch ein paar Fragen ein. Ich würde sie wirklich dann ans Ende setzen, damit wir erstmal noch die zweiten Vorträge hören können. Sie sind Echt? auch für beide dann geeignet, deswegen, um den beiden anderen auch entsprechend die Möglichkeit zu geben, darauf zu antworten. Ich denke, es wird noch eine spannende Diskussion. Auf Daniela, ich jeden würde dann Fall. an dich übergeben. Katrin, erstmal vielen Wunderbar. Dank. Sehr gerne. Du entziehst mir jetzt hier wieder, ja, sehr gut, den Bildschirm. Und ich hoffe jetzt, dass ich den richtigen treffe. So.
sehe ihn jetzt nicht. Der Sascha müsste mir sagen, ob unser Stadtbildschirm zu sehen ist. Ich um ist zu sehen, bräuchte. Ja. Gut, vielen Dank. Also Katrin, wunderbar. Das trifft sich sehr gut, was du jetzt vorgelegt hast. Einige Dinge werden wir uns kürzen können. Andere werden wir nochmal ein bisschen hervorheben, die du auch schon angesprochen hast. Ich will kurz nochmal unseren Titel aufgreifen: Von der Notfalloption zur Zukunftsvision, die Online-Messe als vollwertiges Vertriebsinstrument. Und es war tatsächlich das Thema Notfalloptionen. Klar hat die Salt Solutions auch schon Erfahrung mit Formaten wie Webinar-Teilnehme bei anderen Anbietern, aber auch Webinar-Angebote, die wir selbst ausspielen, etc. pp. Aber im März wurde es sehr heiß und da gehe ich gleich noch drauf ein. Und ich denke, der Sascha und ich können noch ein bisschen mehr Nähkästchen zeigen, wie wir jetzt diesen Weg bestritten haben, welche Erkenntnisse wir gewonnen haben. Ich will kurz trotzdem nochmal ausholen, die Salt Solutions kennt vielleicht der ein oder andere in dem Verband an Zuschauer. Wir sind 650 Leute stark, davon sitzen 150 in Dresden. Und was tun wir? SCM steht für Supply Chain Management, überall da, wo Warenwerte, Daten fließen, Systeme miteinander konnektiert werden müssen, sind wir unterwegs mit Lösungen in Form von Anwendungsapplikationen, aber auch mit Automatisierungsanbindung, mit dem Thema Strategieberatung zu Supply Chain Themen etc. Das ist also kein Produkt oder keine Leistung, die wir mitbringen, die man Plug and Play irgendwie einfach installiert, sondern die schon in dem Kundenkontakt was sehr gesprächs-beratungsbedürftiges darstellt. Jetzt schauen wir aber doch mal auf unsere Situation mit der Herausforderung in diesem Jahr. Die LogiMAT, die größte Logistikmesse in Stuttgart, stand bevor. Es wäre das Datum, glaube ich, 11. bis 13. März gewesen. Und da empfangen wir viele unserer Kunden, aber wir kennen auf der LogiMAT auch neue Interessenten oder lernen neue Interessenten kennen. Und eine Woche vor Veranstaltungsbeginn wurde diese Messe abgesagt. Gerade in der Woche hat sich auch noch anderes zugetragen, eine zweite sehr wichtige Präsenzmesse von uns, die HMI, die Anfang April stattfinden sollte, wurde erst einmal verschoben. Aber was geschah tatsächlich? Beide wurden ersatzlos abgesagt. Und für uns als Salt Solutions, wo das unsere beiden Leitmessen im Kalenderjahr sind, hat das bedeutet, dass wir im hohen dreistelligen Wert Leads, die wir auf diesen Messen normalerweise durch Gespräche generieren, so nicht umsetzen können. Mit was waren wir konfrontiert, umzudenken? Und Change ist immer so dieses Thema. Ja, was tun wir denn jetzt? Sind wir aktionistisch oder können wir da strukturiert durchgehen? Aber auch die Chance, was können wir mit so einer Online-Messe alles bewirken, die wir in dem Format, in der Größe auch noch nicht hingestellt haben. Wie es zu der Größe kommt, möchte ich an der Slide einfach mal zeigen und will es mal an der Timeline präsentieren. Das Ergebnis sehen wir und die Katrin wird jetzt vermutlich schmunzeln. Wir haben das gleiche Tool genutzt, Expo IP. Dazu kommt Sascha nachher noch mit mehr Informationen. Aber jetzt schauen wir mal in den März rein. Es hat sich sehr viel getan in dieser Zeitspanne von 6 Wochen. Am 8. März die Meldung, die Hannover Messe wird in der Form Anfang April nicht stattfinden. Es gab ein Kick-off zur Überlegung, was sind alternative Formate. Im nächsten Schritt, in der Folgewoche, wussten wir schon, auch die LogiMAT wird so nicht stattfinden. Diese potenziell 60.000 Besucher dieser Messe, wo einige bei uns auch am Stand aufgeschlagen wären, findet nicht statt. Ein Desaster. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie können wir diesen ganzen Inhalt, und da kommt er über Kekse hinaus, den wir auf der HMI transportiert hätten, aber auch auf der LogiMAT oder auch aus unserer gesamten Salt Group, wo wir einige Tochterunternehmen haben, wo uns Partner sehr wichtig sind, in ein Format bringen. Und über die Kekse hinaus ist es tatsächlich so, die Inhalte sind sehr wichtig. Was will ich transportieren? Welche Botschaft soll ankommen? Aber was ist denn das Trägermedium? Auf einer Präsenzmesse ist es der Mensch, der durch Mimik-Gestik wirken kann. Auf einer Online-Messe, ja, ist es das Angebot, das wir am Messestand vorfinden, aber auch dazu später noch mehr.
Wir haben natürlich auch diese 6 Wochen verbringen müssen und dürfen, zwecks der Sorgfalt, wie wir das Ganze technisch umsetzen und auch Sicherheitslösungen überdenken, aber auch wie wir die Mitarbeiter mitnehmen, die wir für diese Messe einplanen, die das Ganze hinter den Bildschirmen unterstützt haben. Das heißt, wir haben in der Woche vor der Online-Messe ein Onboarding gemacht zum Thema, wie gehen wir methodisch um mit diesem Format, aber auch, wie geht das technisch mit diesem Chat-Tool, auch dazu später noch mehr. Und was zeigen wir denn alles fachlich? Und ich will nur eine Sache vorgreifen, bevor der Sascha uns den Einblick gibt an der Stelle. Wir hatten nicht nur einen Stand, sondern unsere Messe umfasste 13 Stände. Und jetzt können Sie sich sicher vorstellen, bei 13 Ständen und 13 unterschiedlichen Themen, die wir adressieren wollten, haben wir auch entsprechend eine große Mannschaft hinten dran gesetzt. Was es nun als Effekt hatte, mit welchen Ergebnissen wir da rausgegangen sind, dazu auch später noch mehr. Sie sehen jetzt, wir hatten diese Online-Messe nur an 2 Tagen live. Live heißt tatsächlich auch mit dieser Chat-Funktion online zur Verfügung gestellt. Einen Ausblick möchte ich geben, denn wir nehmen auch dieses Format mit, um langfristiger es als Vertriebskoffer nutzen zu können und unsere Inhalte, die wir da sehr mühevoll, sehr umfassend für dieses neue und andere Format Online-Messe hergestellt haben, entsprechend weiter nutzen zu können, an anderen Stellen zu adressieren. An der Stelle der Messeeingang und das wäre jetzt auch der Übergang an den Sascha. Deshalb stoppe ich mal mit der Übertragung meines Bildschirmes und will an dich übergeben, Sascha. Ja, gerne, wenn ich es jetzt gleich hinkriege, dann meinen zu teilen. Ich müsste das machen. Ja. Moment, ich wusste nicht, dass das so plötzlich passiert bei euch. Oh Gott. In den 2 Sekunden würde ich mir ganz kurz anmaßen, noch einen Halbsatz loszuwerden. Wir würden gerne zwischendurch eine kleine Kurzumfrage auch unter den Teilnehmenden durchführen. Nicht, dass sie sich wundern, dass sie ein kleines Pop-up bekommen. Einfach ganz kurze Fragen, Ja-Nein-Fragen zu virtuellen Messen, Interesse und Durchführung. Und Sascha, du darfst. So, dann gucken wir mal, welchen er überträgt. So, man sieht wahrscheinlich schon was. Den falschen Überblick. Kleinen Moment. Ja. Kleinen Moment. So, jetzt hoffe ich, dass wir die Messe sehen, den Messeeingang. Ja. Super. Also ich nehme Sie kurz mit auf eine kleine virtuelle Runde. Wie gesagt, wir hatten die Herausforderung, in tatsächlich 6 Wochen diese Messe eigenständig auf den Weg zu bringen. Wir sind an der Stelle nicht über ein Hub gegangen, wie es die T-Systems gemacht hat, sondern wir haben uns gesagt, wir probieren es mal allein und herausgekommen ist das hier. Bevor ich Ihnen da ein bisschen die Rahmenbedingungen noch erzähle, gehen wir einfach mal kurz durch. Das ergänzt vieles, was Katrin vorhin schon gesagt hat. Das war super. Wir haben uns nicht abgesprochen und es greift perfekt ineinander. Deswegen bei uns sah das Ganze so aus, man konnte sich eben registrieren und an dem Tag dann selbst über den Eingangsbereich in ein kleines Foyer kommen, wie Sie jetzt sehen können. Das haben wir dann ein bisschen an unsere Messestände angeglichen, das wissen Sie jetzt nicht, weil sie vielleicht noch nicht bei uns auf der Messe war, aber wir haben uns an der Optik schon sehr daran angelegt. Man hat die Möglichkeit, das hat Katrin auch schon erzählt, einmal in so eine Art Konferenzbereich einzusteigen. Auch den haben wir genutzt und zwar relativ exzessiv. Ich habe nochmal nachgezählt. Also wir haben insgesamt 11 Vorträge aufgezeichnet. Also und zwar der Punkt der Live-Vorträge, wie man es vielleicht von einem Fachforum auf einer Logimat kennt, auch sehr wichtig. Und da haben wir dann, da gebe ich Ihnen jetzt eine ganz kurze Sneak Peek, wie das dann so grob aussah, wenn es dann klappt, haben wir im Prinzip in unserem Konferenzraum, so heißt er bei uns, solche Vorträge aufgezeichnet, die man dann an den beiden Messetagen sich anschauen konnte. Technisch läuft das Ganze, es interessiert wahrscheinlich viele hier drin, wie das denn überhaupt technisch funktioniert. Tatsächlich so, dass Sie in dem Login-Bereich hier oben immer so einen Bereich haben, wo einmal die komplette Agenda vorzufinden ist, also genau für diese Vorträge. Jetzt sehen Sie leider nichts mehr, weil die eben schon vorbei sind. Aber hier haben Sie dann die Möglichkeit, sich zu diesen Vorträgen anzumelden. Und das passiert dann wie folgt. Sie klicken da drauf und dann bekommen Sie hier drüben, wo heute meine Aufzeichnung steht, Ihre persönliche Agenda zusammengestellt. Das hat also den Vorteil, ich kann mich vorab informieren. Ich kann sagen, ich möchte jetzt irgendwie 3 bis 4 Vorträge sehen, kann mich dort dann eben registrieren, hinterlegen und bekomme dann auch eine Benachrichtigung, wenn diese Vorträge starten. Man kann über Expo IP, das ist ja auch das Tool der Wahl von der T-Systems gewesen, verschiedene Conferencing-Lösungen anbinden. Wir haben uns an der Stelle für GoToWebinar entschieden.
Und das hat dann eben dazu geführt, dass hier ein weiterer Tab hier oben aufgeht und dort wird dann der Vortrag gestartet. Also nur damit Sie sich das dann auch wirklich mal vorstellen können, wie denn das sowas aussieht. Gehen wir nochmal zurück ins Foyer. Wir haben auch hier ähnlich wie die T-Systems das gemacht hat, einen kleinen Informationsbereich gemacht. Wir haben ihn sogar tatsächlich dann auch technisch bereitgestellt, also ein User Guide. Das Tool ist insgesamt sehr einfach in der Administration und eigentlich auch sehr einfach in der Nutzung, aber es gibt ein paar Besonderheiten und wir haben festgestellt, dieser User Guide ist tatsächlich Gold wert da vorne. Also einfach nochmal zu erklären, wie funktioniert das dann? Also muss ich mich für Konferenzvorträge anmelden oder muss ich einfach nur im Konferenzbereich warten, wo wir gerade waren und dann startet irgendwas? Das passiert nicht. Das heißt, die Leute müssen tatsächlich irgendwo klicken, dass was passiert. Und es gab kleine Anekdote, tatsächlich die ein oder andere Rückfrage im Live-Chat, wann beginnt denn jetzt der Vortrag, weil die Herrschaften dann eben nicht auf den Vortrag nochmal geklickt haben. Was gab es noch bei uns? Es gab zum einen einen Bereich Live-Demos. Das waren tatsächlich aufgezeichnete Live-Demos, aber sie waren im Grunde so, wie wir es auch auf einer Messe machen würden. Also wir haben eigentlich auf jeder großen Messe immer ein Showcase dabei. Da bewegt sich immer irgendwie auch die Physik, also beispielsweise so ein Roboterarm. Und da versuchen wir dann eben die Interaktion von Software mit Hardware zu verdeutlichen und ich sag mal auf einem kleinen Rahmen, in einem kleinen Umfeld die Potenziale der Digitalisierung darzustellen. Und das haben wir in dem Fall auch gemacht, indem wir dann auch hier oben solche Videos produziert haben, wo jetzt in dem Fall, da geht es um die Live-Datenerfassung eines E-Bikes, dass man dann wiederum für die Wartungsplanung und so weiter im SAP-System nutzen kann. Genau das haben wir dann dort eben abgebildet und das wurde tatsächlich auch rege genutzt. Dann gab es, das hat Daniela schon gesagt, die klassische Messehalle, wenn man sie so will. Wir haben uns für so eine Übersicht hier entschieden. Man kann natürlich auch mit 3D-Modellen arbeiten und da sieht man jetzt genau die ganze Pracht der Messestände, die wir tatsächlich innerhalb dieser 6 Wochen aus dem Boden gestampft haben. Also Layout und Inhalte, alles befüllen, alles erstellen und das ist dabei rausgekommen und exemplarisch, da haben wir von der T-System ja schon einen gesehen. Ich gehe einfach mal in den hier rein. Gab es dann eben diese Messestände und dort kann man verschiedene Medieninformationen hinterlegen. Auch das haben wir getan und wir haben sehr stark auch mit Live-Demos gearbeitet. Also wir haben Softwareaufzeichnungen gemacht. Klassisch auf einer Messe, ich komme ins Gespräch mit dem Vertriebskollegen, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie so eine Software aussieht und dann hat man natürlich auf der Messe die Möglichkeit, den Laptop aufzuklappen, ins Testsystem zu gehen oder eine PowerPoint-Präsentation zu präsentieren. Das fällt bei so einer Messe weg, das ist genau der Punkt der Interaktion und das haben wir ein bisschen auch versucht abzufangen durch solche aufgezeichneten Kundenvorträge. Sie sehen relativ viel, also wir haben insgesamt über 30 Software-Demos tatsächlich aufgezeichnet innerhalb dieser 6 Wochen. Wir hatten tatsächlich davon nicht allzu viel schon vorbereitet in der Konserve, weil das in der Regel eher live präsentiert wird, aber auch das ist geschehen. Sie können über Expo-IP-Technik-Anmerkung an der Stelle auch YouTube-Videos einbinden. Sie können über einen sogenannten iFrame auch externe Webseiten einbinden. Also wir haben ein Kundenmagazin, wo wir sehr, sehr gute Fachartikel auch unserer Experten haben und auch die haben wir dort platziert. Wir haben also ganz viele Inhalte, die wir heute schon haben, wiederverwendet, um dann letztlich mit Inhalten zu überzeugen, weil wir es mit der Person ja erstmal so nicht können. Wir haben ja die Interaktion nicht. Wir hatten an der Stelle, das sei noch erwähnt, auch einen Live-Chat, also das hat Katrin schon gesagt, hier unten, wo heute Kontakt steht, ist dann eben ein Tool gewesen. Da verrate ich Ihnen das Tool. Das nennt sich talk.to, das haben wir genutzt. Der schöne Vorteil bei talk.to ist, es ist komplett kostenfrei. Der Sales-Kollege oder wer auch immer den Chat betreut, hat dann hier eben so ein Dashboard und kann dann auch proaktiv den Messestandsbesucher ansprechen. Und das haben wir getan. Das ist dann der Unterschied wieder zu dem, was Katrin erzählt hat. Wir sind in diese Proaktivität hineingegangen und wir haben am ersten Messeabend dann festgestellt, auf Feedback-Basis unserer Kollegen, dass uns tatsächlich einige als Chatbots wahrgenommen haben. Also es war für die Kollegen oder die Messestandsbesucher da draußen nicht vorstellbar, dass wir tatsächlich nicht nur das Ganze als, ich sag mal, angepasste Website benutzen, sondern wirklich zur Interaktion nutzen wollen. Und das war ein Learning, das wir so hatten, aber da wissen wir selber nicht genau, wie wir da mit umgehen können. Dann jetzt einfach zu sagen, wir machen die Ansprache unprofessionell, damit es nicht wie ein Chatbot wirkt, kann ja nicht die Lösung der Sache sein. Aber das war tatsächlich eine Erkenntnis. Und wir haben an den Tagen bei 13 Messeständen, klar, da müssen Sie mehr Personal vorhalten, tatsächlich über 50 Kollegen in den Live-Chats gehabt. Die haben sich das natürlich auch eingeteilt, aber wir haben damit ordentlich Manpower gearbeitet, um dann auch wirklich zu versuchen, den persönlichen Kontakt herzustellen.
Ich springe noch einmal zurück und überlege, was ich vergessen habe. Wir haben natürlich noch versucht, so eine Art Referentenübersicht zu machen, gerade für die Kolleginnen und Kollegen, die präsentiert haben, also in diesem Konferenzbereich Vorträge gemacht haben. Da sehen Sie zum Beispiel auch die Daniela, die Sie jetzt hier auch sehen können. Und auch dort war die Möglichkeit, dann direkt mit den Leuten in einen 1-zu-1-Chat einzusteigen. Auch das ist über das Tool Talk2 möglich. Ich hüpfe noch mal kurz ins Foyer, aber ich denke, das Wichtigste haben Sie gesehen. Also es ist eigentlich das Gleiche wie bei einem physischen Event online auch. Und vielleicht noch zur Erklärung, warum haben wir uns dafür entschieden? Katrin hat es vorhin schon gesagt, irgendwie das Anwendungsszenario oder das Szenario, was Sie letztlich darstellen wollen, ist der ausschlaggebende Punkt dafür, für welche Lösung Sie sich entscheiden sollten. Wir haben jetzt einen Ansatz gewählt, der sehr stark an einer physischen Messe optisch orientiert ist, ne, mit klassischer Messestand, Foyerbereich und so weiter. Das kann man machen, man kann aber auch sagen, mir geht es mehr um die Interaktion, mir ist es eigentlich egal, ob ich da einen geleckten Messestand habe, ich möchte, dass die Leute in einen direkten Austausch kommen. Und dann gibt es andere Lösungen, die man tatsächlich da auch nutzen kann. Es gibt eine Fülle an Anbietern. Ich gebe Ihnen jetzt tatsächlich was operativ Nutzbares an die Hand. Es gibt eine wunderschöne Webseite von einer lieben Bekannten, das ist die Katrin Tepke. Die hat einen wunderschönen Blog zum Thema Eventmanagement. Und hier finden Sie eine wunderschöne Liste. Ich hoffe, Sie sehen das. Da geht's los, virtuelle Messe, Expo IP, ist das erste Tool. Dann geht's weiter, mit welchen anderen Tools können Sie arbeiten. Es gibt da draußen eine Fülle an Anbietern, die machen Ihnen ein Rundum-Sorglos-Paket. Die Völkel ITK ist zum Beispiel so jemand, da sagen Sie, was Sie haben wollen. Die machen Design und alles und Sie liefern eigentlich nur zu. Dafür zahlen Sie natürlich dann deutlich mehr für das Thema Projektmanagement. Hier unten geht's dann mehr so in die Richtung, wo wir über diese interaktiven Tools sprechen. Ich habe mir tatsächlich erst vor kurzem die Event 66 angeguckt. Das ist ein komplett fundamental anderer Ansatz. Da geht es eher darum, dass ein Webinar passiert, so wie jetzt. Und daneben haben Sie aber eine Agenda, einen Chat, wo sich die Teilnehmer austauschen können und Sie können quasi in sogenannte Breakout-Sessions einsteigen, wo Sie dann diese 1-zu-1-Geschichten machen. Also was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, das Anwendungsszenario sollte der Ursprung für die Entscheidung der Technik sein und nicht umgekehrt. Ein paar Erfolgsfaktoren, die ich Ihnen da noch an die Hand geben möchte. Die Inhalte sind, glaube ich, wirklich entscheidend. Also wir haben natürlich auch viel ausgewertet. Wir haben ähnliche Geschichten. Ich möchte da nicht zu viel vorweggreifen. Die Daniela winkt schon, aber es ist wirklich entscheidend, dass Sie gute Inhalte haben, weil Ihnen fällt die Improvisationsmöglichkeit weg. Wenn Sie auf dem Messestand heute blank sind, weil Sie irgendwie keine passenden Unterlagen dazu haben, dann können Sie immer noch reden oder Sie können sagen, da schauen wir jetzt mal direkt irgendwo auf die Website. All das haben Sie ja bei so einer virtuellen Konferenz nicht. Die Leute sind im Zweifel weg. Ein gutes Team, also was natürlich bei ich würde es jetzt mal tatsächlich eine Team-Mammutleistung nennen, weil in 6 Wochen 13 Messestände auf die Beine zu stellen, von wir machen das, die Softwareauswahl haben wir innerhalb von einem Tag gemacht und dann die ganze Aufzeichnung dieser Vorträge und auch diese Live-Vorträge vorne im Konferenzraum, die wir alle zu Corona-Zeiten auch noch aufgezeichnet haben, es kommt ja noch erschwerend dazu, das war wirklich eine Mammutleistung und uns hat es an der Stelle tatsächlich sehr, sehr gut getan, dass von oben ganz von oben der Rückhalt da war. Das heißt, vom Vorstand aus ging das direkt. Jetzt komme ich aber noch mal ganz kurz, bevor ich noch mehr verrate, was eigentlich Daniela zeigen möchte, noch mal ganz kurz dazu zurück, wie wir das Ganze beworben haben. Das ist natürlich auch ein Punkt. Wenn Sie die beste Lösung der Welt haben, müssen Sie auch die Leute dahin bekommen. Und da würde ich jetzt bitten, dass wir noch mal zur Präsentation von der Frau Obmann, von der Daniela zurückgehen. Steve, dann habe ich nämlich noch eine Folie. Daniela, du bist noch gemutet. Ja, ich bräuchte die Präsentationsrechte zurück. So hast spontan du. Sind wir, Steve. Moment, müsstest du haben? Ja. Genau, dann werde ich nämlich nicht mehr ist es der Richtige. Klicken, nur noch reden. Also ich habe mal versucht, das ein bisschen darzustellen, was wir gemacht haben. Wir sind ein paar Icons ausgegangen auf der linken Seite. Also wir haben klassisch natürlich die Bewerbung in unsere bestehende Kontaktbasis hineingemacht, sprich E-Mail-Marketing. Das ist bei uns ein eigentlich sehr erfolgreicher Kanal, weil wir eine wirklich gute Kontaktbasis haben, die auch top gepflegt ist. Das hilft uns sehr. Und dann sind wir natürlich, weil wir wollen ja wie bei einer Messe auch vor allen Dingen auch Neukunden und neue Kontakte ansprechen, natürlich breit in die Social-Media-Kommunikation gegangen. Und da haben wir im Grunde alles gemacht, was wir heute so
machen kann. Also von Xing, von LinkedIn, von Facebook. Wir sind zum Teil, das sehen Sie hier unten, auch mit sogenannten YouTube Pre-Roll Ads, also wirklich mit Videos, die wir in Vorbereitung auf die Messe produziert haben, wo unsere beiden Vorstände kurz erzählen, was denn alles Gutes da zu sehen ist, reingegangen und haben wirklich aus allen Rohren geschossen, würde ich sagen. Und wir haben jetzt auch keinen Kanal identifiziert, der so wirklich vergebene Liebesmühe war. Das heißt, es hat alles sehr gut im Mix eigentlich funktioniert. Und was man gesehen hat, das war jetzt nicht so überraschend, aber dann am Ende des Tages doch, war die Anmeldekurve, die war nämlich tatsächlich so. Also wir haben am Anfang eine gute Anmeldezahl generiert, aber wir konnten tatsächlich unsere Ziele sukzessive erhöhen, weil es so gut funktioniert hat. Und wir haben gesehen, dass wir selbst an den zwei Messetagen auch über Social Media weiterhin Leute dazu bewegt haben, sich für die Messe zu registrieren. Und das bedeutet eigentlich, dass, wenn der erste Tag auch erfolgreicher war, auch der zweite noch gut funktioniert hat und wir tatsächlich neue Kontakte darüber gewonnen haben. An der Stelle würde ich gerne übergeben, Daniela. Jawohl, danke Sascha. Vieles hast du nicht vorgegriffen, ich will mal mit diesem Bild weitermachen. Wir sind nicht chaotisch in dieses Thema reingegangen, wir haben schon versucht, uns zu planen. Es agil zu nennen, wie wir es getan haben, wäre übertrieben. Aber trotzdem, wir haben reichlich gelernt, was das Thema technische Umsetzung, Organisation des Ganzen, aber auch inhaltliche Ausgestaltung angeht. Deshalb nenne ich das jetzt mal liebevoll. Wir haben uns da iterativ an den 21. April, also unseren Go-Live, herangearbeitet. Aber unser Fazit ist ganz klar, und da greife ich jetzt vielleicht Dinge schon nochmal auf, die Sascha, du auch schon hattest, man sollte sich durchaus im Nachgang mal kritisch auseinandersetzen mit den verschiedenen Phasen dieser Online-Messe beim ersten Mal, vielleicht auch darüber hinaus, nämlich dieser Phase der Vorbereitung, dann des Betriebs und auch des Follow-up-Prozesses. Die Katrin hat es vorhin richtig gesagt, dieses Thema, ein Lead, den man haptisch mitnimmt von der Messe, ist anders als bei so einer Online-Messe. Da hätte ich auch eine Frage, die ich adressieren wollen würde an Sie, nämlich dieses Thema, was ist denn die Erwartungshaltung, wenn Sie auf eine Online-Messe gehen? Wollen Sie konsumieren oder wollen Sie unbedingt in der aktiven Austausch? Denn ich kann das unterschreiben, auch Katrins Darstellung, dieses Thema, wie kommt man über diesen Chat in Kontakt? Oder tut man es überhaupt auch da? Sascha hat berichtet, man hat uns als Bot wahrgenommen. Ja klar, weil man formell sehr schön formuliert, guten Tag und herzlich willkommen auf der Messe. Da kam nicht immer die Rückmeldung, weil vielleicht jemand auf der gegenüberliegenden Seite dachte, na, das ist schön, dass Frau Obmann zwar zu sehen ist und mich hier in Bot begrüßt, aber es liest sich so formell. Da lernen wir gerade extrem an dieser ersten Notfallsituation, sollte Online-Messe 2020, und clustern hier im Nachgang auch mal, welche Themen wir uns anschauen. Der Follow-up-Prozess mit dem Thema Lead-Generierung, Lead-Qualifizierung ist ganz elementar, denn tatsächlich, ich habe es vorhin benannt, wir sind im dreistelligen Bereich, was unsere Lead-Erwartung für diese ausgefallenen Präsenzmessen angeht. Wir haben diese Zahl auch überschritten. Aber welche Qualität dahinter steckt und was sich daraus jetzt an Konvertierungen vornehmen lässt, das müssen wir noch ablesen. Da lernen wir gerade in den letzten 4 Wochen extrem viel. Wir bekommen viel Feedback von Partnern, von Teilnehmern, die schon Kunden von uns sind, auch Interessenten, auch verschiedenen Studenten, die da sehr viel Zeit zum Beispiel auf der Online-Messe verbracht haben, das uns sehr hilft zu lernen. Aber ganz wichtig ist, wenn wir Feedback verwerten und Next Steps uns überlegen, für was haben wir denn dieses Jahr noch vor, und wir müssen ob der aktuellen Situation uns Gedanken machen zu Inhouse-Veranstaltungen zum Beispiel, die wir ersetzen durch ein vielleicht hybrides Modell einer Online-Messe oder eines interaktiven Formats mit einem Teil Präsenz, wie auch immer. Da gilt es genau mal mindestens diese 3 Säulen, Scope, Zielgruppe und Botschaft des Ganzen im Voraus festzulegen, dann nicht nochmal im Verlauf x-mal in die Luft zu werfen und sich noch Dinge dazu zu denken, denn da muss man recht klar sein von der Ausgangssituation bis in die Umsetzung rein. Genau, dieses Thema Wiederverwendbarkeit der Inhalte. Auch da haben wir vorhin schon, habe ich das angedeutet, Dinge hergestellt in diesen paar Wochen, die wir vorher so nicht hatten. Denn uns ist der Zettel und der Stift abhanden gekommen, den wir im klassischen Messegespräch oder auch in einem Kundengespräch nutzen können. Wir haben Inhalte
anders aufbereiten müssen, als wir sie vorher im Vertriebskoffer dabei hatten. Aber eben auch das Thema Plattform, wie wir sie hier jetzt sehen mit Expo IP, ist vielleicht nicht zu jedem Zweck das geeignete Tool, aber we will see. Ich bin auch gespannt, ob Sie vielleicht schon Erfahrungen haben und uns an der Stelle interessante Informationen mit beistellen können. Ich freue mich sehr über diesen Austausch hier und heute, denn durch Katrins Argumentation vorneweg und eben, was wir jetzt beitragen konnten, kommen wir jetzt vielleicht in eine sehr schöne Diskussion mit Ihnen. Ich will nur eines animieren, machen Sie es einfach. Uns bleiben gerade allen gar keine anderen Mittel übrig, als dass wir genau in diese Online-Formate münden. Und kommen Sie auch sehr gerne auf den Sascha und mich zu. Ich habe unsere Kontaktdaten am Ende hier nochmal mitgebracht und freue mich jetzt auf alle Fragen, die sich angesammelt haben oder eben im Gespräch ergeben. Vielen Dank. Ich danke euch auch vielmals. Ihr habt mich ja mit eurer Doppelpräsentation ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Wir würden kurz parallel, bevor ich mit den Fragen starte, eine von den Kurzumfragen durchführen. Nicht, dass Sie sich wundern. Also wie gesagt, Sie erhalten ein kleines Pop-up jetzt bei sich auf dem Bildschirm. Und Daniela, Sascha, die Fragen für euch mal vorweg. Also viele von den Fragen habt ihr während eurer Präsentation auch beantwortet. Ich würde sie trotzdem nochmal wiedergeben wollen, einfach damit diejenigen, die sie gestellt haben, nochmal sicher gehen können, beziehungsweise die sie vielleicht nicht gestellt haben, auch die Informationen nochmal mitbekommen, was sie vielleicht gehört haben. Könnt ihr was zu den Kosten sagen, sowohl bei euch, und könnt ihr auch sagen, ob die Teilnahme etwas gekostet hat? Ich würde übernehmen, Daniela. Also die Teilnahme an sich hat nichts gekostet. Es ist ein kostenloses Event gewesen. Ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern die Zahlungsbereitschaft in Deutschland schon existiert, für solche Online-Formate wirklich was zu bezahlen. Man kann das natürlich mal ausprobieren und diskutieren, aber ich bin kein allzu großer Fan davon. Die Kostenstruktur, da hat Katrin eigentlich vorhin schon ziemlich viel dazu gesagt. Also wir haben ja auch auf Expo IP gesetzt, das heißt die Lizenzkosten, das haben wir vorhin schon gehört. Und wir haben Talk2 eingesetzt, das war an sich umsonst. Natürlich haben wir interne Aufwände und Kosten gehabt, aber jetzt an externen Sachkosten ist da tatsächlich noch relativ wenig dann dazugekommen. Klar, für die externe Vermarktung, wenn Sie jetzt Ads schalten auf Social Media, dann müssen Sie dafür in die Tasche greifen. Aber wir sind da wirklich weit, 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 weit weg von dem, was wir für eine Präsenzmesse ausgeben, ohne dass ich jetzt konkrete Zahlen nennen darf und möchte. Okay. Dann die nächste Frage, die ist ein bisschen allgemeiner, Katrin, auch an dich. Wie findet man eigentlich virtuelle Messen? Und ich habe auch gleich eine Anschlussfrage dazu, aber wir fangen erstmal damit an. Ich kann ja mal anfangen. Ja, es ist tatsächlich relativ schwierig, ne? Also wir haben uns eigentlich an die Recherche so rangemacht, dass wir erstmal geschaut haben, gibt es denn aktuelle Messen jetzt, wie zum Beispiel, wir wären auch bei der Hannover Messe dabei gewesen, hätte jetzt sich die Hannover Messe jetzt zum Beispiel digitalisiert für diesen Zeitraum, hätten wir daran teilgenommen. Also wir haben erstmal geschaut, an welchen Messen hätten wir sowieso teilgenommen und haben die eine virtuelle Alternative. Da haben sich, also jetzt gerade Hannover Messe, also jetzt hat es jetzt, glaube ich, soll jetzt, glaube ich, im Juli irgendwie eine Alternative, oder ich weiß jetzt, habe den Faden bei denen verloren, ehrlich gesagt, ob die jetzt doch nochmal machen oder nicht. Aber so haben wir erstmal geschaut und dann haben wir einfach geschaut, okay, was ist denn unsere Zielgruppe? Bei uns war jetzt so ein bisschen Umstrukturierung, dass wir uns mehr auf den Mittelstand fokussieren und darüber, ja, über eine klassische Online-Recherche eigentlich, da sind wir dann letztendlich auf diese Dimitex gestoßen und haben ja jetzt im Grunde haben eigentlich erst im Nachhinein festgestellt, dass Expo IP eigentlich ja doch so ein großer Plattformanbieter ist oder schon so viel Erfahrung hat. Wir sind mehr durch Zufall auf die Messe gestoßen und genau, haben dann eben das erst so festgestellt. Ich würde vielleicht was ergänzen. Also bei den großen Veranstaltungen, bei uns ist das eine Logimat oder eine Hannover Messe, da haben Sie als Aussteller im Grunde nicht die Herausforderung, Leute auf die Messe zu bekommen, sondern die kommen in der Regel eh oder sind häufig dabei und dann müssen sie ja nur noch darauf hinweisen, wo genau auf der Messe sie zu finden sind. Also klassische Kommunikation, ich bin in Halle 5 und ich bin am Messestand 19. Bei den Online-Messen, die man jetzt selbst veranstaltet, ist es ja im Grunde das Gleiche, wenn Sie heute ein Webinar veranstalten oder irgendein anderes Leistungsangebot vermarkten wollen, Sie gehen über das Thema. Und ich
bin gar nicht unglücklich darüber, dass es jetzt, ich sag mal, keine Online-Messe-Suchmaschine gibt oder jeder auf der Welt diese Xing-Events-Geschichten nutzt, um irgendwelche Events zu finden, weil ich denke, so sucht keiner. Es wird immer auf den Schmerzpunkt, auf das Thema hinauslaufen und die Leute werden anfangen, beispielsweise zu googeln. Und wenn sie es dann schaffen, über Suchmaschinenoptimierung oder sonst irgendwas zu einem Thema gefunden zu werden und sie bauen dann dort, und das haben wir ganz massiv gemacht, also an den passenden thematischen Stellen, den Hinweis, dass wir da eine Veranstaltung machen, dann kriegen sie die Leute auch rein und wahrscheinlich sogar deutlich leichter, als sie zu einem Messebesuch offline zu bewegen, weil da hat er Reisekosten, Hotels, da muss ich ein Budget freigeben lassen. Mhm. Wenn sie da sagen können, hey, wir haben ein passendes Webinar dazu oder wir haben eine passende Online-Messe, die geht 2 Tage, aber du musst natürlich keine 2 Tage da sein, du kannst auch einfach nur mal 30 Minuten reinschauen und dir das Thema angucken. Und das ist, glaube ich, auch die Chance bei Online-Events. Man hat als Teilnehmer die Möglichkeit, am Tag theoretisch 10 zu besuchen. Das kann man bei einer Präsenzmesse nicht machen. Und man kann eben die Leute am Schmerzpunkt erwischen und sie dann darüber begeistern. Vielleicht mal direkt noch kurz eingehakt. Wie könnte man trotzdem die Reichweite noch im Vergleich zu physischen Messen erhöhen, wo man ja mehr oder minder eine ganze Branche erwischt an einem Tag beziehungsweise an einem Event? Ich glaube, man erwischt die ganze Branche nicht. Das ist nämlich allein aufgrund einer Riesenmesse-Situation, die wir alle kennen von der Logimat und der HMI. Da wird natürlich wir haben 60.000 Besucher geworben, aber wie viele 60.000 Besucher finden die Zeit, an ihren Messestand zu kommen und dort dann auch mit ihnen ins Gespräch einzutauchen? Das heißt, dadurch, sie konkurrieren ja mit einer viel, viel größeren Zahl an anderen Ausstellern und sie konkurrieren mit dem Faktor Zeit und Raum. Und das haben sie bei Online-Events eben nicht. Und gerade wenn sie Online-Events machen, so wie es die Katrin gemacht hat, wo das dann über den eigentlichen Messe Zeitraum hinaus noch eine Woche offen ist, dann haben sie den Faktor Raum und Zeit eigentlich schon mal ausgehebelt. Und es ist für die potenzielle Zielgruppe auch deutlich leichter, dorthin zu finden, Stichwort wieder Anreise und so weiter. Das heißt, die Reichweite ist eigentlich das klassisch, was man im Online-Marketing unter Reichweitengenerierung versteht. Das können Ads sein, das können thematische Geschichten sein, Social Media, Vermarktung. Auch ihre Mitarbeiter sind natürlich da als Multiplikatoren hervorragend geeignet, um ihr Hinausschreien über ihre Kanäle noch zu multiplizieren. Das heißt, ich glaube, da steckt viel mehr Chance drin als vermeintliches Risiko, was man durch den Ausfall sieht. Meine ganz praktische Frage, die Vorträge, habt ihr gesagt, sind aufgezeichnet. Gibt es die Option, die auch während der Messe live anzubieten? Katrin, willst du? Wir nicken beide. Also soweit ich das jetzt noch in der Erinnerung habe, quasi, ist es bei der Divitex schon so, dass die Referenten die Vorträge live gehalten haben. Also war jetzt bei dieser Messe so, da haben wir uns ja auch nur eingekauft. Ne? Das ist ja nochmal ein ganz anderer Aufwand als jetzt bei der Salt Solutions mit der ganz eigenen Veranstaltung. Das haben wir ja erst im September, aber ja, die waren jetzt live und die Referenten saßen dann halt vor dem Bildschirm, so wie wir jetzt. Wir haben den jetzt einen schönen Raum bei uns in der Firma gebucht, damit die eben einen hübschen Hintergrund haben quasi. Aber ansonsten haben die den Vortrag live gehalten. Bei uns war das Ziel an der Stelle wirklich diesen Konferenzcharakter zu haben. Deswegen auch, Sie haben es gesehen, deswegen habe ich es kurz gezeigt mit Präsentation im Hintergrund. Den großen Monitor, den Sie da gesehen haben, den haben wir tatsächlich auch genutzt, um noch externe Referenten mit dazuzuschalten und zu Partner. Und dann gab es da wirklich auch einen Dialog, also schon fast wie ein Panel. Und das kann man natürlich auch live machen. Das Problem ist, wenn Sie es live machen, dann brauchen Sie wirklich extrem professionelles Equipment. Sie brauchen einen Mischer, Sie brauchen eine Bandbreite für das Livestreaming, Sie müssen Server vorhalten und so weiter. Und das war uns im Anbetracht der Zeit von 6 Wochen und einfach eine zu heiße Geschichte. Ne? Da wollten wir lieber auf Nummer sicher gehen und sind über die Aufzeichnung gegangen, haben es aber dann in einer Art Live-Charakter ausgespielt. Die Vorträge gab es nämlich nur zu gewissen Slots. Also das kann man über GoToWebinar, das sind so, ich nenne sie jetzt mal Pseudo-Live-Events nennen, kann man das so einstellen, dass die dann auch wirklich um 10.30 Uhr starten und wenn die fertig sind, kommt halt um 10.45 Uhr der nächste und man kann auch nur zu der Zeit teilnehmen und wollten wir wiederum auch, das ist ein Tipp, denn wenn sie alles in der Konserve anbieten, dann werden sie die Leute nicht lange auf der Plattform halten, die konsumieren und eine Möglichkeit, das doch zu tun, ist herzugehen und zu sagen, okay, den Vortrag kriegst du aber nur an dem ersten Tag um 14 Uhr und am zweiten Tag um 13 Uhr. Und deswegen kannst du ja gerne nochmal kommen, wenn du willst. Aber wenn du den Vortrag hören willst, dann musst du kommen. Verbindlichkeit schaffen so ein bisschen. Mhm. Sonst haben sie nämlich auch viele, die sich anmelden und dann darauf spekulieren, dass sie im Nachgang alle Unterlagen per E-Mail bekommen. Und dann reduziert sich die Showrate. Vielen Dank. Damit hast du gleich noch 2 weitere Fragen beantwortet. Sehr gerne.
Eine spannende Frage, wie ich finde. Ich lese immer länger. Bei jeder Messe wird man auch vom Wettbewerb beobachtet. Wie kann man Wettbewerber erkennen und wie kann man gegebenenfalls mit reduzierten Informationen darauf reagieren? Also wenn sich Wettbewerber als Teilnehmer anmelden, dann sozusagen wahrscheinlich, ne? Da würde ich jetzt mal drauf abzielen, ne? Also man erkennt sie halt ja relativ schnell, weil man ja die Kontaktdaten, weil man ja die Daten hat, ne? Das heißt, wenn jetzt ein Wettbewerber unseren Messestand betritt, sehe ich den schon. Da haben vielleicht Sascha und Daniela noch mehr Einblick, aber ich hätte jetzt gesagt, man kann sie nicht davon abhalten, auf dem Stand rumzuklicken, aber man kann sie natürlich aktiv ansprechen und in dieser Ansprache kann man natürlich ja auch sagen, ach Mensch, du hier, Na, wieder am habe ich so schön. Räubern. Genau. Genau, mal wieder am Räubern, wie auch immer. Ich denke, darüber geht's. Ich weiß nicht, ob man sie aktiv ausschließen kann. Man kann sie im Kontext der Anmeldung, Sie haben eine Anmeldeliste, Sie können theoretisch den Zugang entziehen. Bei Expo IP ist es so, dass jeder Teilnehmer sich ein Passwort vergeben muss. Sie können das natürlich einsehen und Sie können es löschen. Die Frage ist, ist das so besonders guter Stil und wie effektiv ist es? Weil sobald sich jemand mit einer Webadresse, einer Gmail-Adresse oder irgendeiner Wegwerf-E-Mail-Adresse anmeldet, dann haben Sie die Information nicht mehr. Und ich persönlich, nur meine persönliche Meinung, bin kein Freund davon, die Leute dann da rauszuschmeißen, weil es ist zu leicht zu umgehen. Es hinterlässt irgendwie ein bisschen Geschmäckchen. Und in unserer Branche ist es ja zumindest so, wir leben immer noch von der Beratungsleistung und von unserer Dienstleistung im Projekt. Das heißt, die Information, die wir dort bereitstellen, die ist mit Sicherheit gut und wichtig und nett, aber ich glaube, dass es jetzt nicht kriegsentscheidend am Ende des Tages ist. Zwei Dinge noch, die ich ergänzen will. Also es waren tatsächlich einige Anmeldungen da von Wettbewerbern oder Marktmitbegleitern. Wir haben aber schon gesehen, dass dann, wenn akkreditierungspflichtige Inhalte da waren, da eine nächste Hürde eingebaut war, die einige nicht genommen haben, ne? Also sobald es darum ging, ich mache einen Download von einem Element, dann geht es auch zurück, dieses aktive Konsumieren. Was aber auch sehr wichtig ist, ich habe vorhin diese Studenten erwähnt, die viel Zeit haben, die uns dann sehen als potenziellen vielleicht Anbieter von Bachelorarbeiten oder auch zukünftigen Arbeitgebern. Auch das darf man nicht unterschätzen. Vielleicht ist da auch ein Wettbewerbsvertreter, der uns sieht und mal von der Seite sieht, wie er die SALT noch nicht erlebt hat und vielleicht auch irgendwann ein Mitarbeiter der SALT ist. Ne? Also es hat mehrere Effekte. Deshalb ist aktives Ausschließen, glaube ich, wirklich nicht die feine Art, wie der Sascha das gerade auch schon sagt. Ich verbinde gleich mal noch ein paar Fragen. Studenten auf der Messe, gibt es Erfahrung bei euch im HR-Bereich, beziehungsweise hattet ihr einen HR-Stand? Nein, hatten wir nicht. Haben wir uns bewusst dagegen entschieden? Ich muss kurz überlegen. Ich glaube nicht bewusst. Also es war ein bisschen, es war in dem Fall nicht die oberste Priorität, es zu tun, aber es gibt tatsächlich die Überlegungen, ob man auch diese virtuellen HR-Messen nutzt. Ich persönlich glaube, dass es schwierig wird in der Kommunikation oder in der Bewerbung von solchen Events, weil da gibt es halt einfach Jobbörsen da draußen. Wenn ich wirklich aktiv auf Jobsuche bin, dann gehe ich da drüber. Und wenn ich ein Unternehmen kennenlernen möchte, dann glaube ich, dass dieses Format nicht dafür geeignet ist, es so kennenzulernen, sondern dann will ich vermutlich im 1-zu-1-Austausch mit jemandem aus dem HR oder einem Mitarbeiter sprechen. Also da könnten dann vielleicht eher so HR-Messen mit einem eher persönlichen Touch, keine Ahnung, ein Azubi erzählt von seiner Ausbildung bei Salt Solutions oder es gibt einen FAQ-Bereich, was musst du über Salt Solutions wissen, wenn du bei uns arbeitest? Ich glaube, dass solche Formate dann tatsächlich besser funktionieren, um die Bewerber zu überzeugen, aber sie nicht, um sie zu akquirieren. Ne? Also das ist den Unterschied. Das ist aber eine rein persönliche Meinung. Ich habe keine Ahnung von HR, das ist nur mein Kopf, der sich das denkt. Also wir werden es im September ausprobieren, tatsächlich bei unserer eigenen Messe. Wir werden HR dann einfach einen Messestand halt zur Verfügung stellen, also HR Marketing, und dann mal gucken, was sie da so zaubern. Mal schauen. Dann sind wir gespannt auf Ergebnisse, wenn wir die kriegen, Katrin. Sehr gerne. Sehr gerne. Okay. Ich habe jetzt noch eine Handvoll Fragen. Ich würde kurz nebenbei noch eine zweite Umfrage starten. Die erste war relativ ja, durchwachsen von der Antwortquote. Sie dürfen sich gerne bemüßigt fühlen, alle kurz zu klicken. Genau, und die nächste Frage: Müssen Referenten entsprechend geschult werden, um das Tool nutzen zu können, beziehungsweise die Tools?
War die Frage jetzt an uns oder ist es die Kurzumfrage? Weil da steht was anderes. Ach so, nee, entschuldigt bitte. Also die Kurzumfrage läuft parallel für die Teilnehmenden, Okay. für euch als Referenten die Frage, ob eure Mitarbeiter entsprechend geschult werden müssen. Also das hatte ich vorhin schon kurz in meiner Darstellung, deshalb will ich es nochmal aufgreifen. Wir mussten es tun, weil wir weder mit Expo IP aus der Konsumentensicht Erfahrung hatten, dass jeder sich mal einen Tag vor Go Live selbst durch die Messe bewegt, um zu sehen, wie ergeht es dem Besucher. Wir haben fachlich Onboarding betrieben, weil mit den 13 Messeständen natürlich ein extrem großes Spektrum aufgemacht wurde, welche Themen Salt adressiert. Und wir wollten schon die Gewissheit haben, dass jeder, der von diesen über 50 Kollegen da hinter dem Rechner sitzt und Ansprechpartner ist, auch weiß, was man hier so alles vorfindet. Und nicht zuletzt, was dieses Thema mit dem Talk-To, diesem Chat-Tool, wo es auch darum ging, mit diesen 13 Messeständen und der Lobbyhalle, also in 14 Kanälen in Teams zu arbeiten, zu sehen, wer kommt in diese Lobby zum Beispiel, wie lange hält er sich auf, aber wer spricht auch gerade mit diesem Kerl oder dieser Dame, die sich da aufhält. Da haben wir tatsächlich drei sehr große Sessions auf die Beine gestellt. Ja. Wenn es jetzt auf die Richtung Konferenz abzielt, jetzt zum Beispiel bei den bei diesen bei dem Live-Vortrag, war es ja dann die aufgezeichneten Vorträge, da musste man sicherlich im Vorfeld vielleicht auch noch mal ein bisschen schulen, weil es eben was anderes ist, weil die Interaktion fehlt. Bei unseren Kollegen, die Live-Vorträge gehalten haben, war es eigentlich so, dass sie, es war eben GoToWebinar als Plattform sozusagen für diesen Konferenzstream. Und wenn man das Tool kennt, dann musste man sie eigentlich gar nicht großtechnisch schulen. Aber klar ist es, habe ich vorher, bevor wir hier losgelegt haben, auch erzählt, klar ist es nochmal was anderes, ob ich jetzt vor Menschen spreche und dann direktes Feedback aus den Gesichtern ablesen kann oder jetzt hier so ein bisschen unpersönlich in diese kleine Kamera da reinspreche. Das muss man auch können. Also das ist schon etwas, was die Referenten auch können müssen. Ich glaube, dass dadurch, dass dieser physische Kontakt wegfällt, ist tatsächlich sogar nochmal eine größere Herausforderung, ist Leute zu finden, die die Vorträge halten. Also wir suchen halt immer bei unseren Fachexperten nach Leuten, die Vorträge halten können auf Messen und so weiter und eben als Standpersonal dienen können. Und wenn da Das ist jetzt, glaube ich, nochmal zusätzlich schwieriger, weil es eben diese Dimension des Persönlichen wegfällt, wo man sagt, okay, gut, er ist jetzt vielleicht nicht der beste Sprecher, aber er kommt gut rüber. Das geht jetzt halt nicht mehr, ne? Er kommt halt dann vielleicht an der Kamera dann doch nochmal anders rüber als eben in echt. Deswegen glaube ich schon, dass das wichtig ist, dass man sie entsprechend wenigstens, also beides schult sozusagen. Wie muss ich einen Online-Vortrag halten und wie kann ich technisch, was muss ich technisch machen? Habt ihr Absprungraten erhoben oder könnt ihr Zahlen nennen? Also klassische Online-Marketing-Bounce-Rates oder was genau ist gemeint mit Absprungraten? Kann man machen. Also Expo IP bietet die Möglichkeit der Google Analytics-Integration. Wer sich damit ein bisschen auskennt, der weiß auch, dass man da Absprungraten bekommt. Für die, die es nicht wissen, Absprungrate bedeutet, jemand kommt auf eine Seite und verlässt sie in sehr, sehr kurzer Zeit wieder. Wenn er das, ich sag mal, standardmäßig bei Google Analytics unter 30 Sekunden macht, dann ist er halt ein Bounce mit 100%, also 100% Absprung. Das haben wir gemacht. Wir sind insgesamt tatsächlich von der Nutzung recht angetan. Also wir haben festgestellt, dass die Leute extrem viel durch die Stände gewandert sind. Also die Seitenaufrufe, wenn man das so nennen will, waren extrem hoch. Die Anzahl der Teilnehmer, ohne dass ich es genau sagen darf, da waren wir auch sehr zufrieden. Das ist genauso mit den Leads. Und die durchschnittliche Verweildauer, die war auch erstaunlich hoch. Also wer Google Analytics kennt, der weiß, eine durchschnittliche Verweildauer berücksichtigt nun mal alle, also auch die bouncen. Und das zieht den Schnitt extrem runter. Und wir sind aber tatsächlich bei fast einer Stunde gewesen. Das kann man, glaube ich, sagen, wo die Leute im Schnitt da unterwegs waren. Und das ist wirklich eine beachtliche Zahl. Okay, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, Katrin, auch so die Erfahrung. Also Bounce-Werte ist auch schwierig, habe ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Wie du schon sagst, Google Analytics kann man eben einbinden, gerade wenn man einen eigenen Account hat, also einen Unternehmensaccount, dann ist es natürlich super easy, den da entsprechend mit einzubinden.
Wir haben dann eigentlich, dadurch, dass wir ja jetzt nur diesen einen Messestand hatten, ne, und haben wir ja auch viel auf unsere Corporate-Site geleitet und haben dann quasi dort eben die entsprechenden Absprungraten und so weiter gemessen. Da hatten wir auch eine gute Verweildauer auf den einzelnen Seiten. Das ist dann ja nochmal was anderes, wenn ich jetzt da auf irgendwie eine Expertise-Seite verlinke oder auf einen Podcast, da hat man schon gesehen an den Zeiten, dass sich die Leute auch einen Podcast angehört haben. Da war so 4 Minuten auf dieser Podcast-Seite, die Verweildauer, das war eigentlich schon ganz gut. Also da hat sich schon, die meisten haben sich da schon dann was angehört. Auf der Expertise-Seite waren es, glaube ich, so 11 Minuten oder sowas. Also da hat sich schon einer auch was ein bisschen genauer gelesen im Durchschnitt. Genau. Aber eben ein anderer Hintergrund eben, dadurch, dass wir es halt auf der Corporate-Seite gemessen haben. Okay. Und noch eine spannende Frage. Ihr habt es schon mal ein bisschen angeschnitten. Wie wichtig ist die Differenzierung von Website-Inhalten zu Inhalten des Events? Stichwort Langeweile, wenn man Inhalte schon kennt. Na, ich glaube, dieses, wenn man Inhalte schon kennt, ist eine sehr, sehr große Insicht. Man muss sich einfach mal überlegen, wie viele Menschen im Schnitt auf einer Webseite sind, und dann muss man sich mal angucken, wie viele Webseiten man hat. Also eine Salt Solutions Seite hat, keine Ahnung, wahrscheinlich 1000 Unterseiten. Der durchschnittliche Besucher sieht vielleicht 3, also die Wahrscheinlichkeit, dass er den Inhalt, den er vor 4 Wochen vielleicht schon mal gesehen hat, wiedererkennt, ist, glaube ich, sehr gering. Also die Angst, die sehe ich da nicht. Aber man sollte, glaube ich, schon dafür sorgen, dass das Event einen Mehrwert bietet. Und einen Mehrwert kann es nur bieten, wenn ich nicht die gleichen Inhalte verwende, die ich schon breit nach draußen kommuniziert habe oder die im Zweifel jemand schon gesehen hat, weil er ja über das Thema auf das Event aufmerksam geworden ist. Und wenn ich jetzt beispielsweise jemanden für SAP EWM, das ist ein Produkt der SAP, bei uns auf die Website bekomme, ich lade ihn dann zu dem Event ein und verspreche ihm, dass er viel mehr Informationen zu SAP EWM bekommt, und dann verbaue ich da die gleichen Inhalte wie auf der SAP EWM Webseite, dann fühlt er sich wahrscheinlich gelinde gesagt verarscht. Und das sollte natürlich nicht entstehen, dieser Eindruck. Okay. Ich unterstreiche. Okay. Dann glaube ich, habe ich alle Fragen erwischt, habt alles beantwortet. Gibt es noch Dinge, die ich weiterleiten soll an die Referentinnen, den Referenten? Ansonsten liegen wir auch sehr gut in der Zeit. Einige Fragen kamen noch zwischendurch auf, die habe ich immer parallel beantwortet. Also wir haben das Webinar aufgezeichnet. Sollte es entsprechend Interesse geben, also wir werden das hinterher zur Verfügung stellen. Okay, jetzt kam noch eine Frage rein. Was kam am besten an den Messeständen an? Ich will mal gleich den Ball aufnehmen. An den Messeständen unterschiedlich, weil wir nicht eine Formatvorgabe für alle Messestände hatten, die wir da durchziehen an verschiedenen Stellen. Aber was sehr gut gezogen hat, war unsere Verknüpfung eines Konferenzvortrags hin zu einem fachlichen Stand oder zu dem Thema, das da an dem Stand ausgespielt wurde. Dieser Konferenzvortrag ist ganz arg als der Magnet, hat es funktioniert, mit rüber zu gehen an einen der bestimmten Messestände. Und das werden wir auf jeden Fall wieder tun in der Art. Dann halt mit mehr Bewusstsein, denn das war uns im Voraus nicht so ganz klar gewesen, dass es so funktionieren wird. Genau, so ein bisschen auch schon wie, ähnlich schon wie bei physischen Events, ne? Da versuchen, oder haben wir auch immer versucht, nicht nur einen kleinen Messestand einzukaufen, sondern dann eben immer noch einen Vortrag zu haben und dann eben diesen Verknüpfungspunkt, dass der Referent das am Ende auch erwähnt, ne? Wenn Sie mich für weitere, ne, wenn Sie weitere Fragen haben, kommen, besuchen Sie mich am Stand XY, da geht das, glaube ich, schon ganz gut. Ich glaube immer wirklich, was halt, also was im Grunde eigentlich schon die Sachen, die auch offline gut funktionieren. Also bei uns sind es dann meistens halt wirklich Referenzen zum Beispiel. Ja, weil viele Unternehmen natürlich sagen, okay, wenn sie das bei Firma XY gemacht haben, kann das ja nicht so schlecht gewesen sein, gucke ich mir mal ein bisschen genauer an. Oder was haben sie denn dabei, weiß ich nicht, wem auch immer gemacht. Also ich glaube, das sind schon so die klassischen Marketinginhalte, die halt offline funktionieren, funktionieren da auch. Aber es ist halt wirklich wichtig, dass es eben wertstiftende Inhalte sind und nicht einfach nur, ja, so eine Ankündigung, man hat da irgendwie anonymisiert. Ich weiß, dass es immer schwierig ist, die Kunden zu den Referenzvereinbarungen zu bekommen. Ganz klar, das ist ein großes Problem. Aber wenn wir dann die haben, muss man die auf jeden Fall, also man muss es immer wieder versuchen und dranbleiben und versuchen, diese Referenzvereinbarung zu bekommen, weil das wirklich so viel Mehrwert stiftet, meiner Meinung nach, wenn man eben einen Kunden für sich sprechen lassen kann.
Würde ich auch unterstreichen, wenn Sie es dann noch schaffen, vielleicht über Expo IP einen Konferenzvortrag anzubieten, wo Ihr Kunde mit in die Bütt geht, dann haben Sie, glaube ich, einiges richtig gemacht. Und da würde ich fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das wahrscheinlich der bestbesuchteste Vortrag an dieser Messe sein wird, wenn es der einzige mit Kundenbeteiligung ist. Ja. Okay. Noch eine abschließende Frage. Waren Live-Chats nach den Vorträgen mit den Vortragenden eingeplant, die in den Messen halt liefen? Also bei uns ging es technisch, das hatte ich vorhin versucht zu zeigen, da gab es die Übersicht der Referenten, die dann tatsächlich persönlich angechattet werden konnten. Was wir gerade ja gehört haben, ist dieser Redirect-Stand, so heißt er bei Expo IP, also der Stand, der quasi sich im Hintergrund öffnet, wenn ich eine Konferenz besuche. Und dort gab es natürlich die Möglichkeit, dann auch mit den Leuten zu chatten. Und ich meine, es war sogar so, dass der Live-Chat dann in GoToWebinar, in dem eingebundenen unten auch noch angezeigt wird. Das heißt, Sie haben da theoretisch auch die Möglichkeit, direkt den Referenten, also dann sollten Sie aber nicht sagen, dass es eine Live-Veranstaltung ist, sonst wird es unglaubwürdig, dass er gleichzeitig mit Ihnen chattet, während er noch präsentiert. Aber den können Sie damit einbinden und dann ist der Live-Chat tatsächlich möglich. Und wenn Sie dann noch dran denken, bei der Aufzeichnung vielleicht das hinten raus immer noch zu erwähnen, sprechen Sie mich jetzt im Live-Chat an, dann kann ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Das war ein Learning, das haben wir versäumt. Also da haben wir nicht dran gedacht bei der Aufnahme der Vorträge. Diesen okay. Tipp gibt ja auch der Kollege von der Expo IP. Gibt ja auch genau diesen Tipp, der hat eben so eine Einführung gemacht als Webinar und man denkt wirklich, also, oder vielleicht ist es auch nur meine naive Meinung, aber man denkt schon, es ist live, aber der hat es natürlich perfekt gemacht, der hat dann im Vortrag quasi gesagt, ja, meine Kollegin ist dann für ihre Fragen zuständig, damit ich mich auf meinen Vortrag konzentrieren kann und das hat er halt gemacht, weil er eben den Vortrag aufgezeichnet hat und die Kollegin saß dann eben live und hat dieses Tool bedient und hat dann ab und zu mal quasi auch was gefragt, was sie aber irgendwie, ich weiß nicht, auf jeden Fall war es sehr gut gemacht. Ein Fuchs. Ein Fuchs, genau, definitiv. Okay, ich möchte noch ganz schnell das Stimmungsbild wiedergeben von den zwei Umfragen. Das ist nicht wirklich objektiv. Es gab ein paar Probleme, es gibt ein paar Browser-Probleme, es gibt ein paar Betriebssystemprobleme. Also einige Leute konnten die Umfrage nicht durchführen, von daher wirklich nur ein ungefähres Stimmungsbild. 82% haben vor, zukünftig an virtuellen Messen teilzunehmen. Die restlichen 18 sind noch unentschieden. Und die zweite Umfrage, die wir hatten, vielen Dank. Genau, die zweite Umfrage, die wir hatten, bezog sich auf die selbst durchgeführten virtuellen Messen. 45% sagen ja, 16 nein und 39% auch hier noch unentschlossen beziehungsweise weiß nicht. Genau, wir werden jetzt nach Abschluss des Webinars noch eine ganz kurze Folie von uns, vom Silicon Saxony, einblenden bezüglich dieses Webinars. Wir würden Sie bitten, das noch entsprechend kurz auszufüllen. Das sind wirklich auch nur zwei Klicks. Wir liegen fantastisch in der Zeit. Ich möchte mich unheimlich bei euch bedanken. Ihr habt unheimlich viel Input gegeben, ihr habt unheimlich viel Lob bekommen, parallel im Chat, das könnt ihr euch hinterher nochmal ansehen. Es gab wirklich sehr viel Begeisterung hier, unheimlich viele Fragen wurden beantwortet. Von daher, ich kann mich auch nur nochmal vielmals bei euch bedanken. Es war sehr spannend, ein guter Input, ein wichtiger Input, glaube ich, für die ganzen Teilnehmenden. Und vielen Dank an euch, vielen Dank an sämtliche Teilnehmenden für ihre Zeit, für das Interesse. Ich würde euch als Referenten nochmal das letzte Wort geben. Gleiche Reihenfolge wie am Anfang. Ja, dann möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich habe auch gesehen, sind immer noch 52 Teilnehmer dabei. Also richtig toll. Schön, dass Sie bis zum Schluss durchgehalten haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, vielen Dank nochmal. Ja, Katrin, da schließe ich mich sehr gerne an. Wer hätte im März gedacht, dass wir heute in der Runde hier sitzen und über diese Erfahrungen berichten können? Ich glaube, da können wir alle nicken und auch alle, die jetzt noch hier als Zuschauer dabei sind. Ich glaube, wir sind mit Digitalisierung an dieser Stelle gar nicht so weit hinten, wie wir es immer dachten. Wir sind sehr gut ausgestattet und wir müssen nur wissen, was wir wollen. Und dann kann das auch sehr gut funktionieren. Genau. Jetzt kann ich eigentlich nichts mehr sagen, das ist alles schon gesagt worden, deswegen wünsche ich einfach nur allen Teilnehmern, die heute dabei sind, viel Erfolg bei der eigenen Veranstaltung. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn auch technisch mal was schief geht, das ist ganz normal, bei jedem Tool wird irgendwas technisch schief gehen. Einfach machen ist, glaube ich, das perfekte Wort, das Daniela vorhin schon gefunden hat. Danke.
Vielen Dank an euch. Wenn Sie als Teilnehmende noch Fragen haben im Anschluss, Sie erreichen uns grundsätzlich per E-Mail, das wissen Sie, oder per Telefon. Ansonsten, ich wünsche morgen einen schönen Feiertag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, tschüss. Danke. Ade.